hast du denn da bestellt? Hallo. Bier. Dauert einen Moment, ich kann nicht so. Es smett. Smett mir. Oh, die Werbung hat gehasst. Warte mal. Was? Die Werbung. Smet. Smet mir. Smet. Smet mir. So. Hauptsache tote Tür. Was isst du denn? Wo sind die Leute? Ein Zuschauer, hey. Hallo, Metal, Leute, da sind wir. Wie Devils und Hagebutten des Birthday Bash. Hey Chris, moin. Wir sind gerade live aus dem Pub. Ich und da. Der Ehrenmann, Hagebutten, da ist er. Metal. Na, Kinder, wie geht's euch? Wir dachten, wir nehmen euch mal kurz mit auf ein bisschen Bierchen und so. Irish Pub sind wir gerade. Prost. Prost. Ich weiß, wir sind spät, aber besser spät als niemals. Was? Jeil. Jeil. Ja, Tisch reserviert haben wir auch schon. Hört man uns? Gut, also gut und verständlich. Bis eins. Bis eins. Oder heute nur bis Mitternacht, oder? Heute nee, bis Mitternacht, nee, dann bis eins. Nicht? Also bis eins heute, ja. Okay. Egal. Bier. Bier. Aber jetzt halt alle bar. Und dann wird's nicht verrückt. Hey, you. Hear me. Hear us together. Ja, wir waren gerade noch ein bisschen auf dem Rummel gewesen und war gerade noch ein bisschen am Scooter. War geil. Der hat mir wehgetan, der da. Der hat mir voll wehgetan. Okay, habt ihr da noch einen Platz frei? Ja, warum? Klar, mal Platz frei. Du wahnsinnig, ja. Ja. Hab wir. Ja, Schwebe, komm mal rauf. Okay, bis gleich. Was, wie? Was, kommst du lang oder was? Wir kriegen noch Besuch. Was? Klä? Er sagt Klä. Klä. Ja, klar. Was ist das? Nee, am besten ist immer, wenn du hier mal halt so willst. Was machen Sachen? Was machen Sachen? Alter, hast du einen Durst? Wie viel schluckt denn Hagebuttene weg? Also, nicht mal ich bin in meinem Party-Life so schnell. Guck dich das mal an. Da war der Kill-Kenny gleich gekillt. Wallah, ich schwör. Wallah, ich schwör. Leben und Unis. Ein Zuschauer. Vielleicht kommt ja noch wer. Kann keiner sagen, ich hätte mich heute nicht gemeldet. Ich habe gestern verkackt, ich habe jetzt auch heute, komme ich kurz hin. Ne? Jetzt sind wir hier. Guck mal, mir geschenkt wurde heute. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Ja, Spiegel. Fuck. Spiegelverkehrt. Hab dich lieb. Ich liebe du. Drache. Metal, ich habe heute meinen dritten Großvater verloren. Trink mal einen für mich mit. Machen wir mal. Und Metal, willkommen. Guck mal da. Das Hagebuttene, der Ehrenmann. Live und in Person. Mhm. Und da ist er. Der Wiedevil. Auch mit Bierchen. Da, hier. Ne? Der gute Gilken, hier mal. Da. Das ist ja alles spielverkehrt. Kack, ey. So, einer möchte dann hier filmen, von daher muss ich gerade die Kamera mal so ein bisschen weghalten. Malte, wie geht's dir? Du wahnsinnig, ja. Stößchen. 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 Ihr, Mann, ihr wisst doch, Weiber und Bier mal von unten. Stößikowski. Stößikowski. Nee, der war scheiße. Das ist geil. Sehr gut, danke. Freut uns. Ja, ne, ich habe ja gestern so ein bisschen verkackt, weil K.O. war. Ja, Prost.
Aber heute ist Hagebutten hier gelandet und wir feiern jetzt quasi unseren Geburtstag. Ne? Ein ganzes Wochenende. Ey, Ballermann, ey, Eimer saufen, ey. Ich schlürf. Und wir kriegen gleich noch Verstärkung. Im Stream. Aber hören darf man nicht, oder? Ist okay, oder? Hören darf man nicht, ist okay. Okay. Dann können wir nochmal weiter quatschen. Wenn ich dir mal was sage. Ja. Nö, lass mich mal ein bisschen rufen. Wenn ich hier schön. Wartet. Endlich normale Leute. So. Nicht wundern, Hagebutten ist heute Mann der Stunde. Deswegen halte ich mal ein bisschen die Schnauze. Ne? Also, was? Ich habe gesagt, du bist jetzt Mann der Stunde. Das ist die Schnauze. Ey, Anarcho! Mensch, Metal, du Wahnsinniger. Grüß dich. Der Anarcho-Fans. Metal. Ich bin die Bianca. Wisst ihr, Anarcho, alles gut? Rudi. Ja, haben wir auch. Obwohl, Hagebutten und ich, wir waren von Autoscooterfahren gewesen. Junge, hat der mir die Kniescheibe zerwächst. Alter, Junge, ey, das war Krieg. Wenn Autoscooter zum Krieg wird, dann wird es gefährlich. Geile Zeit. Ja, haben wir auf jeden Fall. Wir sind gerade in der irischen Kneipe, in einem Irish Pub und Niklas, Metal. Und ja, saufen uns gerade den rein. Ne? Gestern konnte ich gar nicht streamen, da war ich K.O. gewesen, aber ich habe gesagt, heute bin ich da, am besten wie gesagt mit hier. MC Ehrenmann, der gerade auf seinem Telefon klippert. Hagebuttene, was trinkst du da gerade? Kilkenny. Woher stammt Kilkenny? Woher? Was? Woher? Ich darf nichts sagen. Ich sag nur Blödsinn schon wieder. Oh, guck mal da, Cleo, ey, Metal. Guck mal, Cleo ist da. Cleo. Hi. Jetzt fängt sie hoch an, guck mal. Metal. Ja, wir sind gerade auf einen kleinen Absacker in einem Irish Pub gestiegen, nachdem mir der feine Herr da die Kniescheibe demoliert hat im Autoscooter. Der fährt wie ein Abdecker. Mhm. Im Rückwärtsgang. Im Rückwärtsgang. machen wir gerade. Noch keins. Das machen wir gerade. Mir geht's so, Bandscheibenvorfall im Moment. Mein Leben, aber ich mache direkt weiter Sport. Wer rastet, der rostet. Muss jetzt wohl volle Pulle angreifen und das Problem angehen. Ja, Keule, aber wie gesagt, trotzdem, mach langsam, ne? In der Ruhe liegt die Kraft. Seid ihr am Saufen, ne? Ja, und das abends um 22.54, genau. Mein Lieblingsbier, sagt Cleo. Hallo, Bolek. Ja, wir dachten mal, wir streamen gerade mal, wie gesagt, ein bisschen live für euch. Ne? Also, war ja gestern nicht wahr. Ich bin die Thekenfräse, der Biervernichter. Der Biervernichter sitzt hier. Meta Kill Kenny. Ob es den hier gibt? Ich bin das Thekenmädchen. Du bist das Thekenmädchen? Warte mal. Moment. Ich nehme dich mal kurz mit. Das war die Theke. Oder. Überlege mir noch, wenn du gerade wärst. Oder ein Whisky. Nee, Whisky ist nicht das. Okay, dann Likör. Oh ja, Whisky ist geil. Geile Sache. Wir brauchen einen kurzen. Nicht in der Hose. Getränke. 16,5? Was? 16,5? 16,5. 16,5, gut, aber nicht. Aber sind nicht eher nur das kurzen Tür? Ja, wahrscheinlich. Ob Dosenstecher oder Trichter? Was sagst du? Bist du eher der Dosenstecher oder bist du eher der Trichtertrinker? Keine Ahnung. Hauptsache trinken. Sowohl als auch. Sowohl als auch. Keiner kommt an mich ran. Wollen wir wetten? Ich bin Genießerin und immer schön schwenken.
Der Schwenker kommt morgen aus Saarbrücken. Hm? Genießerin. Cleo ist Genießerin. Ja. Cleo ist Genießerin. Hast du doch gerade gesagt, Cleo ist Genießerin. Ja, heute mal live wieder mit TV Kneipentour. Darf ja auch mal sein. Und der Geilste ist. Psst, komm mal mit. Wir haben den Tisch reserviert hier. Also am Samstag. Ne? Also Devils Hage Buttene wird doch hier gefilmt am Samstag. Ab 10. Also ab 22 Uhr haben wir reserviert. Ja, so war das. Wenn ich schon völlig blau bin, dann ja. Ah, ich liebe euch, Leute. Ihr seid. Ja, ich mal langsam. Wollte mich mal wieder blicken lassen, werde jetzt auch pennen. Morgen direkt Füße und eventuell streamen. Kein Bock mehr, mich zu verkriechen. Das ist gut. Du wirst vermisst, Bruder. Silberfuchs, Metal. Mahlzeit. Mahlzeit, Freunde. Hier ist wieder euer Excel. Ja, guten Kinders. Ja, Juden noch dir. Wir sind gerade in einem Eierspapp und trinken gerade ein bisschen was. Ein bisschen? Ja, du erkennst kein Schwein, mein Freund. Hä? Mensch! Extrem gerade mal. Scheiße, du streamst. Kommst hier rein und sagst mir niemand Tag. Ich hab dich wirklich nicht gesehen, tut mir leid. Ich arbeite die hauptberuflich, mein Freund. Ah, gut, mach mal. Frag uns dich hier. Ja. So. Na, Hase. Der G habe ich am Montag gesehen. Okay, was machen wir jetzt? Lange. Ohne Mist? Ohne Mist. Dann sehen wir uns ja morgen schon wieder. Ich bin ja auch hier und dann ist es sehr gerne. Krass. Willst du denn, Johnny? Gute Nacht. Gute Nacht, hat er gesagt. Was? Wer hat gute Nacht gesagt? Nacht, Anarcho. Liebe. Ja, jetzt wurde ich gerade überrascht von einem Freund, der hier arbeitet. Du hast mich übersehen, sagt er. Eigentlich gebe ich mir Mühe, Kind zu übersehen. Ach, und guck mal hier. Psst, komm mit. Ja, und er arbeitet hier. Da hinten, die Ecke. Schon nicht da. Ja, schon liegt da. Diese Ecke haben wir am Samstag reserviert. 9 Mann. Wie Devil Community und Friends. Sind Mullen in der Nähe. Mehr als hier noch, Malte. Diese kleinen Rotznasen haben mir Hals und Ohr, was, Ohrschmerzen vererbt. Was? Warum? Warum, ey? Wann verdeckt dein Satz? Guck mal da. Jetzt sieht los. Pass auf, jetzt kommt für Erwachsene. Nee. Also. Ach, das spiegelt so. Fuck, ey. Ah, Prosecco Schipiritz. Prosecco Schipiritz. Wo? Da unten. Bitte Spritz. Nee, Prosecco Schipiritz. Meine Shots und Liköre, Long Drinks, ja. Ja. Ah, guck mal da. Asane Bacardi mit Cola. Lächeln mal. Ja. Du sollst lächeln. Du Hater. Für was? Für Liza. Ja, schön, dass trotzdem die Sachen mal hier sind. Ja, freut mich. Was brauchen wir? Ihr wisst ja, gestern konnte ich nicht, heute bin ich hier und ja, gehen wir Jas. Ramazzotti, mein. Ramazzotti. Ja, Zippermann ist auch hier vor Ort, aber den darf ich nicht zeigen. Ne, Datenschutz und so. Deswegen gebe ich mir Mühe gerade nur so hier, ne? Berliner, nur. Halbdruckten. Aperol Schipiritz. Genau. Ne, hier ist Prosecco Schipiritz. Der Meister sucht. Der Meister ist am Suchen. Ja, was machen wir? So, nee. Ich überleg noch. Okay. Ey, du willst dich mit abfüllen, oder? Hier. Ey, wir haben uns wie eine echte Zeit. Ich hab was. Becherovka. Becherovka. Keine Ahnung. Blärt. Oh, soll ich Mischstäbchen nehmen? Blärt. Okay. Du? Jetzt einfach. Soll ich Mischstäbchen? Gibt's das nicht, was? Prosecco Schipiritz. Nee, wenn du nicht einmal retten. Ich will. Scheiße. Der Kilo gewesen. Ey, aber da war der John gerade echt sauer, wa? Auf mich, der John. Was? Wer? Ja. Der mich gerade umarmt hat. Ah, okay, ja. Der war gerade echt ein bisschen matt, ne? Ja. Mich auch nicht erkannt. Ja, dann. Siehst du? Ja, geht schon. Machen fertig. Machen Roundhouse Kick. Ja, was jetzt? Roundhouse Kick. Außer natürlich irgendwelche, die wussten, ich weiß ja nicht, Cocktails oder was. Oh, Leute. Ah, kaputt am Weg. Da Weng ins Glas geschaut. Mulne. Genau, du bist auch, Fuxi. Wie gesagt, ich filme jetzt einmal. Ich sammle wieder Scheiße und filme, okay? Da gibt's auch was für dich, Devil. Für mich?
Softdrinks. Softdrinks, ah, okay, für mich, ja. Boah, bin ich neidisch auf Kilkenny. Ja, wo haben wir denn da? Oder heißt der Milch und Co.? Das kannst du gut wie der will. Was? Quatschen? Ich nehme eine Bacardi Cola und eine Pizza Margherita, bitte, sagt Niklas. Was? Niklas hätte ganz gern eine Bacardi Cola und eine Pizza Margherita, etc. Boah! Oh. Das schüttelt ihn. Jo, quatschen, ja, ich weiß. Das macht mich ja aus, ich weiß. Achso, hier, guck mal, hier, wollte ich euch da zeigen, ne? Habe ich heute geschenkt bekommen. Von einem Fan. Geil, oder? Ich nehme eine Mojito, wenn es geht. Klingt wie Moskito. Und ein Kilkenny und einen Hotdog. Ihr sitzen hier bei schönster Kerzenschein. Mon amour. Mischlose. Hagebuttene. Ey, Hagebuttene. Bestell dir mal bitte einen Sahne-Bacardi. Ja, mach ich hier. Ja, mach mal einen Sahne-Bacardi hier. Ja, tatsächlich gerade die Debatte gewesen. Warte, man sieht, das ist mal so richtig Hals- und Ohrenschmerzen. Jetzt fast 30 Jahre. Später liege ich da mit Scheißfieber. Und ich kriege da Hals, Gesicht und Ohr. Sieht aus, Apple, oh Apple Gott, Apple. Fuchs, ich werde schnell wieder gesund, mein Lieber. Jameson, du Schiffsschaukel-Schubser, du. Das war creepy. Was war creepy? Was soll denn ein Sahne-Bacardi sein? Frag mal den Drachenlord. Das ist der einzige Edzardler, der das Rezept kennt. Ne? Guck mal hier. Wie der WTV-Lounge. Übermorgen Abend. 22 Uhr, Twitch, schaltet ein, ihr geilen Feierschweine, dein Mon Amour. Wieso? So schlecht? Ich weiß, ich bin kein Lunchi, aber Sahne Bacardi, hör bitte mit Breitsamer. Du, Hagebuttene, du, Niklas sagt ja alle Sahne Bacardi, aber bitte mit Breitsamer. Ja, mach ich. Ja, machst du, ja? Ja. Gut. Bestell ich. Kein Problem. Check. Gay. So. Wo ist denn der John? Der John ist an der Bar. Der da. Ja. Er da. Er ist mein Freund da. Grüße mal den John. Soll ich? Ja. John. Ja, Mann. Mega korrekter Dude. Kenn ich ewig. Waren zeitweise Nachbarn gewesen damals. So, hier. Stößchen auf euch, Kinders. Und auf dich, Herr Hagebutten. Du hast auch Geburtstag gehabt, ne? Ja. Wann hatten wir Geburtstag gehabt? Am 1. Am 1. Habe ich ja ganze Bacardi gesoffen, Alter. Was hast du? Der Hagebutten 23. Wer das nicht kennt, gute Nacht. Ey, Mala. Nee, komm, jetzt mal Scherzpatette. Wie alt sind wir denn geworden, Herr Hagebutten? 38. Du Arsch! Ey, mal la, sagt Niklas. 38. Ich auch. Ich gehe in leisen Schritten auf die 40. Das ist kacke, ey. In großen, lauten Schritten. Hey, Moment, halt, stopp! Durch die Gassen von Royal Opinion. Durch die dunklen. Und das Schlimmste ist meine einzige Krankenschwester hat. Was? Vier Pfoten ist haarig und mein Kuscheln ist wichtig, Gesicht abschlabbern hilft mir. Die alten Säcke auf Tour. Was? Jetzt hör mal zu, also der Rest fehlt ja noch, ne? Also Aquarius fehlt, Bela kommt noch, Lanchi kommt morgen an mit seiner Frau, Odin fehlt noch. Nee, wenn ich schon herkomme, darfst du nicht bestellen. Okay. Da ist er, der Meister. Der Meister, grüßt euch. Du möchtest den Namen Retto, ich möchte den Sampuppe. Ach Mist, ich bin älter, okay. Ich fehle auch, ja, du fehlst auch. Ne? Ich hab ja noch, mach mal. Alles gut. Nur kurz. Nur kurz. Nee, dann steckt morgen nicht auf. Klärt die Getränkefrage nicht. Ja, also pass auf, so gut, da kriegst du. Ja. Was ist los? Kennst du? Ich hab ein geileres Tier. Ich hab ein geileres Tier. Vertrau ihm. Butterscotch. Butterscotch. Doppelt bitte und ein Kilkenny bitte. Zwei Kilkenny? Ja.
Nee, glaube ich brauche keins mehr. Kennst du nie? Ich hab ja noch. Sambuca, da wird ein Ballast. Yes. Cleo, kannst du dich mit mir was anreisen und mir ein bisschen Hutsch... Wat, was? Wie, reisen? Anreisen und was? Puppelchen? Chris, gleich da. Mach drei. Was? Wie? Mach drei. Was? Hey, trägst du gerade mein Herz, ne? Ja, mein Kleiner. Ja, ich hab dich ja auch lieb. Ja, ich hab dich ja auch lieb. Ja, so ist das eben, ne? So, jetzt mal kurz auf mich. Hier auf, Kolibri TV. Adlersicht, Mann. Adlersicht Games Entertainment and Show. Ich bitte dich. Bestell einen Kilkenny. Bestell das selber, Elzadler. Komm mal rin hier. Ja, was soll denn Vollet? Kackhälter. Nee, er. Chris. Ach so. Wer? Na, er. Na, wer? Na, er. Oh, scheiße. Fuck. Fuck, scheiße. Chris, Beste. So, jetzt aber. Fuck, scheiße, genau. Ich hab leider keine Sounds heute. Wie dann ja älter und wie dann ja dümmer, ich weiß. Hm. Hör auf zu popeln. Es, Mann. Danke. Da kommt Nachschub. So, mein Freund, dann Sambuca. Und du nimmst erstmal eine Kräftchennase. Ich nehme erstmal eine Kräftchennase. Willst du abfüllen, ne? Oh, nicht so lange brennen lassen, sonst brennt er. Johnny, komm mal kurz. Vergesst wieder das. Samstag. Dass er Puka fliegt. Ja, deswegen ja. Und auf der Straße sehen wir uns immer nur von Weitem und deswegen. Ja. Aber jetzt weiß ich aber schon, wo ich dich finde, von daher. Deswegen ja. Was ist da drin, Alter? Immer schön, alte Freunde zu treffen. Länger brennen. Seit wann wird man denn mit dem Alter dümmer? Ja, ja. In meinem Fall sehr dumm. Wie der will, beste Frontmann. Dann Chris, beste Gitarrist. So nicht mehr. Sollte man wissen. Nee, wenn ich jetzt länger brennen lassen soll, dann wäre der Schmack besser. Nein. For me. Nein. Ja, also habt ihr gerade gesehen, ich gebe meinem Kumpi und Barmann Johnny gebe ich ihn aus. Samstag, ja. Versprochen ist versprochen. Okay. Werd ich dann auch dümmer. Nein, du bist schöner. Du bist schöner. Was? Gay? Ja. Du, den kenne ich seit Ewigkeiten. Ja. Durch mein Wirken als Musiker, wie auch sonst. Ja. Mhm. Old Friendships. Bromance. Ich hab's als Bild, weil es aber was passiert. Fuck, scheiße. Eine echte Bromance. Ja, Mann. Ich dachte, wir hätten eine Bromance. Oh. Ja, auch. Man kann Bromance mehrere haben. It's geil, love. Soll ich immer ein Küsschen hier? Ich meine, Wadi gibt nur unter Männern, oder? Oh, komm her, mein Kleiner. wir werden sehen. Schmecken. Er hat ihn gerade einzeln, ne? Was ist denn, ein B-52 oder was? Oder? Nee, ein Sambuca. Ach, ein Sambuca? Oder magst du lieber Babys? Nein. Geht schon mit der Pokémon. Da ist er ja. Mensch, da ist er. Moin. Hey. Moin. Hast du die Frau genannt? Hi, Mann, na? Ich bin nach Hause gekommen vom anderen Saufen und hab dir gesehen und dachte, okay, geh nochmal raus. Ja, wir sind ja live. Hier. Hi, ich bin Chris. Hagebuttene. Freund und Community-Mitglied. Ne? Guck mal, wer hier ist. My guitarist has arrived. Da ist er. Da ist der Chris. Zum ersten Mal live. Moin, moin. Also, ich hab mal gekostet. Gerade die Hand im Pub. Ich mein, Mist, der. Mann. Macht mich denn wirklich schon so ein bisschen berühmt gewesen, Leute. Also, oh, gut. Wir werden sehen, haben wir gelesen. Okay. Mensch. Ja. Wir einmal weiter. Chris, Metal, sagt Niklas. Metal. Ja, jetzt musst du auch jeden Abort stehen, ne? Wenn wir das Metal, sehen. Leute, Metal. Metal, Leute. Ja, also Hagebutten hatte gerade einen Sambuca. Jetzt fehlen noch Baileys. Was lose? Oh, Schluck. Da war ich.
Da war ich. Hast du gesehen, John ist hier arbeiten, ne? Ja, ja, ich finde wir haben uns gerade schon gerückt. Also Johnny und Ecke, wir haben ja gerade schon. Ich habe versprochen, ich bin ihn aus und ich nehme euch mit. Oh. Samstag an, nehme ich euch mit. Samstag bin ich sowieso mit. Das sehen wir uns sowieso. Du kannst mitkommen, ich habe reserviert. Na hier. Am Samstag. 22 Uhr. Hier, ja. Das hier. Würde ich mitkommen? Alles uns. Wenn ich darf. Ja. Ja. Also, wenn ich nicht schon zu voll bin. Aber zuerst musst du den Hagebuttene lobpreisen. Dann ehrt mich am Sonntag wie Geburtstag. Echt? Ja. 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 Also, du ja. Danke. Danke. Dann wir haben das hier angefangen. 35. Ja. So, stabil. Besser wie 38. Ja, ich bin gerade mal 32. Ich hab noch ein bisschen. Besser wie 38. Moment sich ein und würde. Ja, würde gerne von Cleo gepflicht werden, weil tot sterbenskrank. Mann, ach, wenn ich mir wehtue, verziehe ich nicht mal das Gesicht, aber krank sein ist die Hölle. Krank sein ist Scheiße. Krank sein ist Scheiße. Krank sein ist Scheiße, Bruder. Männergrippe, oder? Männergrippe. So, hier nochmal auf The Master himself. Jetzt darf Hagebuttene butten. Zum Glück ist Samstag Lunchy zur Aufsicht dabei. Er wird's bereuen. Oder Christine. Ja, weiß ich keiner. Ah. Au! Hast du gerade gehört? Au! Au! Kann ich auch. Richtig zerstört. Hey. Scheiße. Ey, wo ist denn eigentlich Qualm? Ich hab auch eine Zigarette. Ja, Qualm hat den Kopf, Mann. Nur draußen, wa? Tüdelü. Was? Ah, kennt ihr schon? Nö. Nö? Hi, ich bin Chris. Hi. Wir haben viel Kelly, bitte. Das wäre super. Wir müssen hier rauchen bei euch draußen, ne? Ja. Okay, alles klar. Vielen lieben Dank. Kannst du eine Ball annehmen? Ja. Kürzlich kommt es in den Chat. Um den Chat. Ja. So. Wo guckt ihr? Ladies and Gentlemen, Hagebuttene ist doing Fanmanagement right now on the VWTV. VWTV TV. Sind wir runtergegangen über den C, wollten dort ins Café oder wie das heißt. Guckt euch an, hier, Datte, der spielt bei der Gitarre, guckt euch an. Hier, das 8-Seiten-Tier. Dann noch in die Cocktailbar irgendwie, aber da, dann sind wir weiter hier. Ich find's so scheiße, dass ich den da. Macht schwer. Noch ja, Zippo ist hier der Kamerascheu von daher. Ja. Ich darf nicht. Berlin. Zippo sagt nein. Was? Zippo sagt nein. Ihr könnt ihn hören, aber er möchte nicht vor die Kamera. Ja, unseren Schwenker, den seht ihr übermorgen live. Das gibt mir meine inneren Stimmen, die höre ich auch. Ich sehe sie nie. Wallersee. Ja, weiß nicht genau. Salzburg. Oh, ist das schön. Ja, das ist der Wallersee, ja. War schön. Wir waren auch erst in Salzburg direkt. Ja, ja. Das war super. Schöne der Wallersee Stadt. Ist nicht weit weg von Salzburg. Der ist weit raus. Genau. Ja, ja. Da waren wir, glaube ich, 2 Wochen bei. Das hat der gemacht so. Wir wandern gegangen. Wirklich? Okay, cool. Auf jeden Fall. Hey Sabrina Maus, hallo! Ja, du bist so spät wach? Hey meine Liebe, ja, also, wir sind gerade live aus dem Irish Pub. Wir feiern die Geburtstag. Also, wir machen schon mal ein bisschen Vorglühen für Devils Hagebutten und so. So, und ich bin hier. Ja, das war, wir sind noch nicht bis oben gekommen. Das mit, jo, klar, geht. Das war cool. Das war trotzdem hier. Na denn? So, hier, da ist mein Gitarrist. Hallo, ich bin. Und da haben wir den Hagebuttene. Live und in Person. Wenigstens hat der Gitarrist noch Haare. Naja, auch nicht mehr so viel. Damit wolltest du mich doch gerade wieder foppen, ne, du. Du Schlingel, du immer, wirklich. Warte. Erstmal hier, so, warte mal. Ich mach mal hier diesen. Möchte aber. Hier, Hagebuttene, du musst in die Kamera drücken. So. So, Zotti hoch. So. Auf uns. Heute machen wir Zotti blau. Und besorgen ihm eine Frau. Ja, Rauchen klingt erstmal noch. Es geht nicht mehr viel, am zweiten Sitz zu werden. Ist der Finger oben, wird man nicht loben. Die Tornautobahn Richtung Italien. Da bist du überall in den Bergen und da gibt es auch. Lass es dir gut gehen, wie der will. Danke. Du leichter gehen kannst. Aber noch besser würde es mir gehen, wenn du auch mit hier wärst. Also, ich bin ja von Salzburg noch mit feiern würdest. Würde ich nie tun. Nein! Gar nicht, ne? Niklas, du wahnsinnig. Ich muss ja auch nach Wien, wenn ich. So, pass auf, ich geh meins kurz in den Piepen. Ich muss ja raus aus der Kneipe, ne? Und dann kommen wir gleich wieder. So lange. Nimmst du doch mit? Warte mal. 2 Stunden mit der Bahn. Das ist auch ein bisschen ruhiger, und dann nochmal 2 Stunden zu. Ihr hört mich doch gut, oder?
Was? Ja, wir auch gerne dabei. Das wollen wir noch bedient, ja. Ja. Jetzt kommen gerade mehr Leute. Schaffst du kurz Fanmanagement und so? Ja. Ja? Okay, also jetzt moderiert Hage Butten wieder mit TV. So, er ist jetzt hier. Tu mir deinen Job, Edzardler. Genau, tu mir deinen Job, Edzardler, du Kackhater. Du bist aber ein Mod. Ja. 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 Ja, du bist ja sowieso ein Mod, von daher. Ich so. Bin kein Mod, ne, ich bin raus. Ich bin raus, sag. Los, geh mal. Geht mal. Haben die eine Automaten oder so? Die kippen ja, Alter. Also, was ist jetzt Phase? Sabrina Maus. Ja, kommt alle her. Der Hagebutten ist da und der Devil und wir hauen auf die Kacke. Klingt, als wenn es schmutzig wird. Was? Klingt, als wenn es schmutzig wird. Ja, wird schmutzig. Also Scooterfahren heute war schon richtig schmutzig, also so richtig schmutzige Taktiken. Rückwärtsfahren, vorwärtsfahren und kleine Kinderschrecken. Hinten, vorne, hinten, vorne, rin. Alles war dabei. Keine Regeln. Boah, ich kann nicht mal lesen. Und Bier trinken. Bier trinken ist so gut. Und der will qualmt sich die Birne weg in der Zeit. Und was ist das, was du trinkst jetzt? Butterscotch. Und Butterscotch. Der ist richtig gut. Muss ich auch noch probieren? Probieren? Da weißt du nicht, was dir passieren. Nix weiß ich, was da passiert. Das ist ein Traktorpanzer. Ja, was ist jetzt los im Chat? Jetzt habe ich übernommen. Oder wollt ihr nur beim Trinken zusehen? Der geistige Verfall von Hagebuttne. Eine Dokumentation. Eine Dokumentation. Bleibt dran, bleibt noch 2 Stunden dran. Dann seht ihr, was daraus wird. Ja, ich erzähl dir was. Der Der würde das nicht mal merken, wenn er Sackhaare beim Qualm hätte. Der würde es trotzdem rauchen. So ist das. Sahne Bacardi mit Brettsammer, ja. Ich fürchte, das ist ein Insider, von dem ich aber auch nicht wissen will. Nein. Das Problem ist, der Kellner hier heißt John. Ja. Und John lässt uns das nicht durchgehen. Also Sahne Bacardi mit Brettsammer kann ich nicht bestellen. Der verprügelt mich. Und ich möchte von John nicht verprügelt werden. Ich habe da so eine Ahnung, der könnte mich richtig schön verprügeln. Weich machen, keine Ahnung. Killen. Ah, da wandert ein Bier. Ein Skillkenny für Cleo. Ein Skillkenny für Cleo. Ja, Keule kommt ja nicht hinterher, da kann man so verschenken. Ja. Seht euch das mal an. So, das ist das Bier von Devil. Wir haben uns das schon leer. Und da hat er jetzt schon circa 10 Mal getrunken. Das heißt, ein Schluck bei Devil ist ungefähr so viel. Was sind das? Kleine Mädchenschlücke? Ja, wahrscheinlich. Aber dann ist es halt so. Er trinkt sein Bier gerne warm. Silberfuchs. Eine Sau mal rasieren und die Borsten schicken. Also wenn man eine Sau rasiert und diese Borsten dann raucht, dann kotzt man. Keine Ahnung. Ja, sparsam der Devil, aber ja, sparsam. Aber er straft seinen Körper, finde ich. Denn Bier tut gut.
Da kann man schon mehr trinken, man soll es kalt trinken und es soll ja auch noch... Irisches Bier hat ja schon wenig Kohlensäure und dann kann man schon irgendwie ein bisschen schneller trinken und ja, dann hat man noch was davon. Kilkenny schmeckt wie Pisse aus dem Arsch, wenn es warm ist oder warm wird. Ich glaube, das ist bei jedem Bier so, oder? Ja, ist bei außer jedem. Bei Oettinger, dass die Falltiefe ist nicht so hoch. Gibt auch Bier wahrscheinlich, dass man warm trinken kann, aber ich weiß ja nicht. Krog. Ja, sag ich ja, Sabrina. Schmeckt warm nicht. Aber Paul will sich da selber geißeln oder irgendwie. Denn, ja. Ich greife mal kurz. Er liebt Schmerzen. Er liebt Schmerzen, ja. Habe ich heute im Scooter gesehen, dass er Schmerzen liebt. Ja. Jetzt wirklich so, fährt er mir vorbei, grüßt mir voll, wisst ihr, winkt mir zu, fährt direkt jemand drin. Also, da müsstet ihr dabei gewesen sein, bei Scooterfahren mit Devil. Das ist eine Sache für sich. Das werden wir irgendwie schaffen, dass wir da live gehen noch die Tage. Und dann könnt ihr Devil beim Scooterfahren zusehen. Also kommt alle live, spätestens samstags, so hoffentlich 18 Uhr. Da wird die Devil-Vernichtung stattfinden im Scooter. Der muss nur den Fehler machen, sich in die 13 zu setzen. Ja, die 13, die bringt nichts Gutes. Also jeder Wagen hat da eine Nummer und die 13 bringt nichts Gutes. Habe ich heute gesehen. Da verkackst du von Haus aus. Ja, aber was macht ihr so? Also jetzt ist ja noch donnerstags. Trinkt ihr was oder habt ihr noch Arbeit morgen oder wie sieht's aus? Wer warmes Bier trinkt, ist entweder Engländer oder ein Perverser. Ja, was ist jetzt Paul dann nun? Ja. Er ist kein Engländer. Ach, geil. Geil. Ja, Sabrina, das ist auch kein Fehler. Nichts trinken. Geht's dir am nächsten Tag besser? Ja, arbeiten, ne? Niklas. Ich bin ja Schichtarbeiter. Selbstständiger? Nee, nicht Selbstständiger, aber Schichtarbeiter. Schichtkohl wäre jetzt was. Was? Schichtkohl wäre jetzt was. Ja. Und ich hatte noch zwei Nachtschichten, bevor ich hierher kam, also meinen Geburtstag feierte und jetzt hierher kam. Und ja, mit dem Schlafentzug, das ist so eine Sache. Aber trinken hält wach. Und ich hoffe, du hast morgen noch einen schönen Arbeitstag, Niklas, und kannst dann am Wochenende Gas geben, egal was du magst. Hab ich verpasst? Was? Habe ich dein FIFA Pass? Ja, du bist entweder ein Engländer oder ein Perverser, also du bist ein Perverser. Was? Wer sagt das? Alle sagen das. Alle sagen das. Was? Warte mal, Chat mal hochscrollen. Weil du dein Bier warm trinkst. Metal, mein Lieber. Ich glaube, es geht dir gut. Weil du dein Bier warm trinkst. Ach so, weil ich mein Bier warm sauf, ja. Kommt auf die Sau an, im Metal-Franken würde ich das nicht versuchen. Nur mal ein Glas Sekt zur Feier, sonst nicht, okay. Ist die Karte noch hier, ne? Mann, ist draußen echt arschkalt, ey. Was machst du? Was willst du? Warte, hast du Dusche? Ich überleg gerade, wo mein Zwischenstand ist. Was? Ich überleg gerade, wo mein Zwischenstand ist. Dein Zwischenstand? Was ist der Zwischenstand? Ja. Warum ist das hier, Mann? Ich weiß doch nicht. Wegen dem Geld, oder? Wegen dem Geld. Nee, wegen des Geldes. Das ist ein Typ, oder, Leute? Wegen des ich wäre gern dabei gewesen am Wochenende. Ja, ja, wird mega. Nicht. Wird mega. Wir sagen, morgen holen wir uns halt ab und dann Samstag ist dann Devils Hagebuttene live. Also vom Rummel und auch hier im Pub. Ich bleib erstmal bei Kräuterpilztee, bis ich wieder auf Deck bin. Arrr. Diese Karte. Hagebutten und die Karte Teil 1. Vergiss es. Und da sind ganz andere Seiten drin.
halbe Buch einfach. Ja, genau. Okay, wir haben doch Liköre. Warte, man muss erstmal halb Buch lesen, bevor man Bier bestellen darf. Auf jeden. Hat er recht? Das ist nicht von Hand zu weisen. 18 Euro. So, 5, 80 und 2 Inkus. Hagebutten, wie geht's dir? Gut. Neues cool? Ja. Vergiss eine Menge, ne? Ich geh mal kurz telefonieren, wenn noch einer fragt, einen Butterscotch nehme ich noch. Ach, guck mal! Der war lecker! Butterscotch mit der noch! Der war lecker! Den nehme ich auch mit. Den nehme ich auch mit. Ein Butterscotch? Kannst du John noch mal grüßen? Wo ist er? Grüßt mal alle John. John. Grüßt mal alle John. John, den Kenner, mein Freund. John. Amazing Grace. Devil, du Pervers, und du trinkst ein Bier warm. Die mobben mich. Das ist Mobbing, Ed Sattler. Metal John, sagt Niklas genau. Wo ist er denn? Und Niklas, hau rein, morgen in der Arbeit. Gib alles. Grüße, John. Was? Ja. Samstag. Ich muss halt ein bisschen kurz sagen, ich muss auch nicht Kinder holen. Irish Mist ist halt so ein Honig. Wirklich? Okay, ehrlich gesagt. Kleiner Shot. Okay, muss ich auch noch probieren. Das soll noch jemand sagen, sehr böse. Ja. Ganz lecker. Finde ich cool. Ach, ist halt schön. Ich find's mega, dass du hier bist. Er da. Scooter fahren. War geil, oder? Das sind wir von dir fahren. Und zieh die runden Scooter. Ich hab auch auf dem Discord gemeldet, da in den Videos, ne? War mega. Aber er fährt wie ein Abdecker. Er fährt wie ein Abdecker. Was? Nix. Nee, das ist auch so. Nichts für den Stream. Nichts für den Stream. Pay $50 to watch me. Komm vorbei, dann erfährt er es. Genau, komm. Erfahren nach vier Bieren. Genau, meddelt mal in eure Züge und in eure Bus, dann kommt mal her. Mach mal mit hier. Wird geil. Er hat mir vorhin die Kniescheibe grün und blau gefahren. Zum Glück hat Devil keinen Führerschein. Habe ich wirklich nicht. Ich hab ihn. Da hast du recht. Er hat einen. Ja. Er hat auch nicht gut, dass ich einen hab. Nein, Spaß. Er hat auch ein Auto, der wo fährt. Der wo fährt. Was fährst du eigentlich? Was fahren wir? Ich darf nichts sagen. Warum nicht? Lieber nicht. Nein, lieber nicht. Ich sag nichts. So ein schöner Benz. Er hat so ein schöner Benz. Devil, mein Lieber. Hey, meine Liebe, wie geht's dir? Wie geht's deiner Tochter? Tattoo. Guck mal hier, wir sind hier gerade im Irish Pub. Da ist mein Gitarrist, meine neue Band. Da ist Hagebutten und mein Bruder. Gut dabei. Ah. Ja. Wink doch mal, ist auch dein Stream. Da steht nicht nur Icke, da steht auch Happy Birthday Hagebutten, ne? Du wahnsinnig hier. Schön mein Geburtstagsstream auf jeden Fall. Ja. Warte doch mal. Der eigentliche fehlt ja noch übermorgen. Wer kann denn noch? Samstag, hab ich doch gesagt. Samstag geht hier richtig los. Ja, das. Wir glühen nur ein bisschen vor. Ja. Ein bisschen. Das ist Pre-Party, ne? Der Kleinen geht's besser und bei mir halt der Hals. Oh. Hab ich die Tage hoch gehabt. Also. Kein Wunder bei dem Wetter. Na wen? Dann gute Besserung. Ja, sowieso. Ja. Wer hätte Frage gebunden? Geht's gar nicht besser? Ja, auf jeden Fall gute Besserung. Das ist kacke. Wo ist der John? Wo ist der John? John. Schreit mal alle laut John. John! Aber so krank wie es geht. John! John! Nein, du bist nicht John. Hagebutten, auch noch alles Gute, sagt Sabrina. Was? Ja? Sabrina mitsteht auch noch was Gute. Sabrina ist mit eingegangen. Ah, danke. Danke, Sabrina. Ich meine. Schon wieder ein Jahr älter. Danke. Letztes Mal im Stream, wer war das? Wann warst du letztes Mal live mit Lunch? Von dir auch. Alles Gute. Von wem? Tetsu. Oh, danke. Danke. Wann warst du das letzte Mal mit Lunchy live? Wann war ich mit Lunchy letztes Mal live? Wann war ich denn mit dem Lunchy dort live? Dienstag. Dienstag war gleich. Ich habe auch immer eine Sabrina geschrieben und ich konnte die Nachrichten gar nicht lesen. Also die wurden mir gar nicht angezeigt. Da, Sabrina Maus. Das war Sabrina Maus. Wurde mir gar nicht angezeigt. Ich war als Chris182 unterwegs und mir wurden deine Nachrichten nicht angezeigt. Was ist da los?
Twitch ist ein Hater. Dienstag, genau. Richtig, Niklas, danke. Discord, Twitch, YouTube. Ne? Ihr seid die Geilsten. Das sind wir hier. Keine Ahnung, bin da. Sabrina war auf YouTube. That's amazing. Nee, aber das erklärt einiges, weil ich war auf Twitch unterwegs. Sabrina war auf YouTube, ja. Jetzt kommen ja gerade immer mehr Leute drin. Was ist denn los hier? So geil, haut rein, Mann. Müsst ihr alle nicht arbeiten, ne? Ja. Was für Arbeiten? Seid ihr alle selbstständige Schichtarbeiter? So wie ich? So. Also ich muss erst genau, auf YouTube, genau. Prost. Ich wollte gerade anstoßen. So. Cheers. Prost. Cheers. John! John! Prost, John! Vielleicht musst du Johnny. Ja, steh doch einmal hier. Ja. Ich muss um 6 hoch. Bitte. Mm. Ja, bitte. Jetzt aber. Naja, morgen nochmal, ne, der Freitag und dann geht's richtig los. Ich mach doch eh nur Quatsch, sagt Cleo. Cleo? Cleo? Ja, das stimmt. Streamer, Freundin. Hi Cleo. Herzmensch. Mitglied von Drei Engel für Devil. Drei Engel für Devil? Ja? Ist ja geil. Ja, jetzt ein Format. Ist ja nice. Das geht, ja, ich bin noch nicht lange Teil der Community. Chris, sagt sie. Hi. Hi, ich bin Chris. Das ist mein Gitarrist. Er spielt Gitarre. Jo, so ein bisschen. Und ich bin der Drummer. Noch 6 Seiten, nämlich 7 Seiten. Devil, du machst bis John die eine klatscht. Nein, der Cashew. Video TV, ruf mal Johnny, my honey. Oh, Johnny, my honey. Johnny, my honey. Ja, wollte ich jetzt sagen, ja, genau, das Cleo mit bei. Ja. Bela, die morgen ankommt. Und Nadine. Diejenige bei Discord, die so sehr freundlich angegeben haben, wo ich gejoint bin mit Aaron. Oh, gibt viele, ne? Aber alles, soll ich mal kurz nach? Guck mal nach. Was ist denn hier? Warte, noch ein Bitterchen-Skötchen. Johnny! Jetzt hat er. Johnny ist am Arbeiten, ne? Johnny, komm lang! Habt ihr denn Spaß? Habt ihr Bock, uns hier zu begleiten in unserer Kneipe hier? Oder soll ich jetzt aufgehen? Ich kann auch noch bleiben. Wenn Hagebutt nur noch Bock hat. Ja. Ich hab ja gesagt, ne, wie Devils Birthday Bash wird abgeändert, weil wenn er schon mal hier ist, dann bete live. Es geht nicht nur um mich, es geht auch um ihn. Aber ich glaube, Hagebutten ist derjenige. Derjenige. Du bist derjenige, ja? Ja, ja. Ja. Der, wo nicht scheiße baut. Chris guckt. Sehr vertieft. Wie kommst du auf, dass Hagebutten derjenige ist? Du Wahnsinniger. Kommt, ich zeige euch noch mal kurz die Theke für die noch nicht gesehen haben. Was für eine Theke? Die Theke ist der schönste Platz. Der schönste Platz ist die Theke. Da. Man nennt mich doch an der Theke. An der Theke. Nicht Itchy. Itchy war auch dabei. Wer war das sonst noch? Itchy, ja. Itchy, auch ein Ehrenmann. Itchy ist ein totaler Bella. Ehrenmann. Bella. Bela. Die kommt morgen. Die kommt morgen an. Auch einer der Engel. Wer ist das? Wer ist das? Und da ist unser Platz. Da sind wir Samstag, 22 Uhr. Live. Wer ist das? Wie war das freundlich? Bela? Bela ist auch ebenfalls wie Cleo einer meiner Engel. Und ja, eigentlich schon eine Schwester, würde ich sagen. Also nicht einfach nur eine blanke Freundin, sondern wirklich eine Schwester. Also wirklich toll. Eben auch ein bisschen, wie soll ich sagen, so Schleue, also mehr, ja, war schnell. Wie du denkst eigentlich? Also so ein bisschen frech so? So ja, du Wichser, bist du, stell dir so an und so. Ist, so ist sie. Ja, verstehe. Mhm, aber genial. Wo ist denn Johnny jetzt hier? Da ist er. Johnny! Kommst du mal? Please?
Er ist gepisst. Ich glaube, er ist gepisst. Er ist richtig gepisst. Jetzt fliegt er uns. Oh, warte. Also erstmal bestellt ihr meinen Chat schöne Grüße. Auf Moin. Twitch, da ist er. The one and only, von dem ich gerade erzählt habe. Und Zotti wünsche ich noch einen Butterscotch, hat er gesagt. Doppelt? Ich auch. Jetzt hast du einen Anifix. Alles klar. Jetzt hast du einen Anifix. Hey, jo, winkt. Man winkt dir. Juhu. Mach nochmal. Warte, hier. Musst nochmal winken. So, derjenige haben wir gesehen. Alles klar. Ja, wie gesagt, damals waren er und Inge Nachbarn gewesen. In the early years. Und kenne schon ewig. Aber kennt mich auch schon ewig als Musiker, wie auch als Freund. Ne? Dass er jetzt allerdings hier arbeiten würde, das habe ich nicht gewusst. Meckes? Wo? Jetzt sind wir gut. Kannst du noch? Ja. Alles okay. Stößchen. Stößchen. Bester Stream. Wo denn dann? Cheers. Oh. Chili Cheese Nuggets. Jetzt sind die kuschelt. Also Chili Cheese Nuggets nehme ich auch. Chili Cheese Nuggets. Um das geht's. Da klang halt irgendwie so ein bisschen... Verzweifelt. Versaut. Wo sind die Chili Cheese Nuggets? Bis Kommentar. Chili Cheese Nuggets allein. Ja, schon ein bisschen älter kann das sein. Wo sind die Chili Cheese Nuggets? Chat, sorry. Ich bin schon ein bisschen länger unterwegs. Jetzt entschuldigt meine Frisur und mein Benehmen. So ist das in meiner Community. Die totale Anarchie, ihr wisst das. Wo sind die Chili Cheese Nuggets? Ja. Morgen oder ab jetzt kannst du mir Meckes bestellen, weißt du, ne? Ja. Ja, das geht. Das geht. So, wieder da. Musst du nochmal in die Luft. Und warum ist dann Meckes vorher schon gefahren? Keine Ahnung. Also, keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wie gesagt, gestern, genau an meinem Ernsttag, wollte ich bestellen bei Meckes. Qualitätshändler, MP. Die liefern nicht, ne? Also nö. Sehen wir nicht ein. Heute liefern sie wieder. Jetzt, wo er da ist. Ja. Aber ich konnte auch nicht bestellen. Keine Lieferung. Was ist denn entschuldigen? Hier wird alles entschuldigt. Hab Spaß. Kenn ich nicht. Geht's dir wirklich gut, ja? Ja. Okay. I'm just checking on you. Hm? Na komm. Ich kann noch lange. Was? Stell mal die Frage nochmal in die Kamera für alle. Ist der nur mal zu fressen in dem Laden, oder? Ey, du bist schon, dass es auf Wiki geht, ne? Man sieht unsere Schandtaten denn. Ja, du bist gerade gleichzeitig live, oder wie? Nein, aber ich mache einen Re-Up nachher auf YouTube, auf meinem Kanal. So, in Ordnung, für mich. Du dummes, du darfst ja nicht rauchen. Du musst raus in der Kälte, nur weil du ballern willst. Du bist ja am Kopf. Und ich hab keine mehr zu ballern. Ober. Oh, hier, da. Da ist er. Was hast du denn da, Feine? Das ist der... Butterscotch, ne? Keine Ahnung, ja. Warte, hat. Zotti? Hat nicht Zotti. Ja, Zotti hätte gerade was. Kann ich noch einen Irish Whisk bestellen? Ja, das können wir auch noch mal tun. Wo ist denn der? Mach mal. Wo ist? Plöng. Plöng, Freunde. Es trinkt der Mensch, es läuft das Pferd. Heute ist es umgekehrt. Klassiker. Klassiker? Klassiker. Soll ich mal die Frage stellen? Hm? Sag mal. Chris. Ja. Was passiert mit einer Blondine, die Kellertreppe runterfliegt? Keine Ahnung. Naja, nicht. Solange wir sie Bier mit hochbringt. Meine Gegenfrage wäre eigentlich, wie es auf dem Keller ein Herd steht. Nein! Nein, Spaß, ey. No Sexismus. No offense, und Spaß. Wir sind gut drauf. Ne? Die Frauen sind toll. Du hast doch auch eine Frau. Alle Frauen sind toll. Grüß du mal deine Frau. Die ist schon im Bett und ist krank. Aber ey, yo, falls du das siehst, I love you. YouTube. Wieder mit TV. Einfach gucken.
Aber krank sein ist kacke. Ja, ja, ja. Wo sitzt du denn hier? Brauchst du ja auch irgendwo hin? Na, rauchen bestimmt nicht, zeig ich auch nicht. Keine Ahnung. Ach so, und auf diesem Wege. Ja. Grüße auch meine Frau. Hey, Schätzchen. Hasi. Liebe dich. Hasi, ich liebe dich. Hasi, Hasi. Bier, Bier. Hasi, ich liebe dich auch. Bier, Bier. Bier, 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 Bier. Oh, Junge. Ja. Da war der Glas weg. Ja. Hey, you. Du musst mitmachen. Hey, ja, you. Beer me. Beer us together. Naturally. Bitte klipp das. Beer, beer. Beer, beer. Beer, 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 beer. Okay. Ich kann ihn wegbrechen ab, ey, wirklich. Aber, ey, wo ist denn der Zotti jetzt? John trinkt an der Bar, aber... Was? Ja, der hat... John... John klemmt sich die Batterie ab. Guck mal hier, die lachen alle über unsere Impro hier. Guck mal. John Sabrina klemmt sich gerade die Batterie hinter der Bar ab. Dein großer Owner war da, oder? Was? Dein großer Owner da, also ist an der Wache, oder? Nee, mein großer schläft schon. Also, ja klar, super. Könnte man doch einen haben. Ja, ja, ja. Zotti wollte einen haben, ne? War der doppelt oder einfach? Zotti sagen aber einfach, ne? Na, machen. Weiß ich nicht. Ich kann aber auch gucken. Ich kann ja in der Kasse gucken, was ihr genommen habt. Ich hatte einen doppelten, aber nee, ich weiß nicht, was ihr habt. Ja, dann auch einen doppelten. Zwei Irish Mist. Ja, ich bin mir sicher. Das reicht mir, Folter. Zwei Irish Mist. Also kein Butterscotch. Doch, hat er gesagt, ne? Ja, hat er gesagt, ja, er möchte. Ja, ja. Genau, das ist er doch. Da, Zotti. Also, hast du noch einen doppelten? Willst du noch einen Butterscotch? Yes. 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 Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also wie jetzt? Butterscotch und zwei Irish Mist. Ja. Und alles doppelt. Ja, ja, sowieso. Ja. Ja, okay. Ein Butterscotch und zwei Irish Mist. Hopp, in den Kopf. Naja, da wurde gar nicht gefragt. Ja, aber. Nee, noch sehe ich nicht. Wer trinkt das? Warte, nee, okay, nee, okay. Hast du keinen Spaß dran? Doch, ich wollte nur dich. Ich wusste nicht. Ja, aber alles du hast keinen Spaß dran bei deinen Antworten. Nee, was passiert? Absolut nicht. Ja. Ich wusste nicht, vielleicht wolltest du nur mal probieren oder so. Nein. Was hat mir irgendwie einfällt? Kannst du denn gar nicht? Ist der Bier immer noch nicht leerer? Nee, das mit Zeit. Edward mit den Schirmenhänden. Ja. Edward mit den Schirmenhänden. Vor allem der Geile ist, ja. Und wenn ihr mit den Kriegst, aber ey, das kann nur geil schmecken. Es wird geil schmecken. Wenn du gute Sachen mit guten Sachen zusammenführst. Jetzt haben wir schon 4 Infos. Dann wartet mal ab. Das ist einfach die Weisheit. Ja, das bis geht Moor gar nicht anders. Und er weiß nicht, anders geht. Anfangen zu proben und live zu sein. Da gibt's noch mehr zu saufen, ne? Stay tuned. Da könnt ihr das mal richtig erleben. Wie Devil TV, stay tuned. Wirklich, stay tuned. Wird auf jeden Fall nice. Meine ich doch wohl. Was ist eigentlich... Was ist Phase? Die Stadt. Die Stadt hier mal wieder auf die Mucke. Genau, mal richtig die Mucke wieder machen. Gönnt euch ruhig, machen wir auch, weil, ne? Sein Ehrentag, mein Ehrentag. In welcher Zeitzone befinde ich mich eigentlich gerade? Das ist schon noch deine, glaube ich. Okay. Schon noch deine. Was ist denn ein Irish Mist? Erklärt mal den Leuten. Das ist mistiger Mist. Ist irischer Kuhmist. mit im Glas? Mit so Irish Whiskey. Da kommt er gerade. So Honig. Da kommt er gerade. Mit Honey. Honey, da steht sogar Honey drauf. Oh. My Honey. Verkehrt. Mit Honey? Mit Honey, ja. Ne? Mit oh, my Honey. So, gut. Mass? Jo. Grüßchen, ne? An euch, den Chat. Ja, ja. Ihr wisst, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Eben, richtig. Richtig. Tschüss. Doch. Ja, ja. Das hätte gerade ein spitzender Quark sein können. Was? Sagt er auch immer, ne? Von wegen, Leute, so jung kommen wir zusammen. Das ist aber auch wahr. Ist viel wahr, da recht. Ist viel wahrer da, ne? Doch, schmeckt der. Mir wird auf einmal so ein Warmungsherz. Die, musst du,
Musst du kackduschen oder was? Musst du kackduschen? Nee, aber mir wird zu warm, muss ja zu fermen. Das ist einfach rosa. Naja, dann steck ihn rein hart. Steck ihn rein. Man kennt ja noch. Das war 13 W oder gut. Janina, ey, Mädel. Das war letztes zu mir im Lottoladen. Hm? Ersten Tag des Kurieres. Ja, ja. Okay, das ist normal. Ja, ja. Ist das so? Ja, man hat immer zu schwitzen wie ein Bulle. Ja, man wurde von 15. Und dann kick ihn an. Wie bitte? Man wurde von 15. Und dann habe ich erst verstanden, was er von mir wollte. Ich dachte so, hey, Herr, Junge, was ist mit dir los? So, jetzt Adrian, wenn der Debbichen wieder ein Level aufgestiegen ist, der Abend mit Freunden so richtig rund geht, ja, dann ist der Tag und Abend so schön, wie es nur sein kann. In diesem Sinne, alles Gute wieder mit TV. Oh. Danke, Janina. Aber es geht nicht nur mir zu gratulieren, sondern auch Hagebutten. The man. So, the man, the legend himself. Hagebuttene. Der Reisende. Der Reisende. The living legend. Hagebuttene, der Reisende, genau. Der mir vorhin im Auto das gute Knie kaputt gefahren hat, ja? Ja, Mann, ja. Rückwärts. Ey, Glück bist du nicht nachtragend. Ist ja bloß Spaß, Mann, alle Typen. Ah, und hier, guck mal hier. Ihr wollt doch schon mal wissen, Christian, mein Gitarrist, da ist er. Da. Da ist er doch. Mhm. So, ihr Menschlein, ich werde mich verkrümeln und wünsche eine gute Nacht. Gönnt euch einen schönen Abend und schlummer ganz gut. Sag Cleo. Ja. Cleo. 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 Mach mal ihr Herz hier mit der. Ich danke dir, Cleo. Wir lieben dich, wir ist lieben das dich. Ein Herz? Ist das schon ein Herz? Ist das schon ein Herz? Ist das irgendwie so... Huna, Cleo. Schlaf schön. Vor irgendeinem Tier ist der definitiv. Schlaf schon mal, dass sie hat nicht schön ausgesehen. Ja, ist ein Herz, sagt sie. Siehst du? Glück gehabt. Glück gehabt, genau. Richtig. Aber genau. Schlaf schön, ja, und danke für das Hingucken, ja, bei unserer kleinen Kneipentour hier. Ey, wir sind... Die Stunde schon wieder live, wa? Wahnsinn. Ja. Ey, hab ich einen ganzen Bacardi gesoffen? Mann, du gehst live. Sahne, ja. Ich sehe das. Als du live gegangen bist, habe ich direkt eine Benachrichtigung bekommen. Mach so auf. Ihr seid ein Paar. Okay. Hey, komm mal vorbei. Eigentlich wollten wir ja in eine andere Kneipe gehen, aber die hätte zu. So. Ja, der Birne, ne? Aber. Da waren wir im Sommer. Ja, da müssen, ganz hinten, da müssen wir noch ein Bucket trinken. Stimmt, stimmt. Einen ganzen Eimer voller Corona auf Eis, genau. Was war mit Unicum? Das wäre nicht hingegangen. Wir sind gefahren, sind runtergegangen, wollten mal kicken, ob drauf ist. Und dann ja, kam ich auf die Idee mit dem Pub. Bin dann auch zum ersten Mal hier. Und, echt? Ja, das war. Ja, und wie gesagt, mega nice hier. Und hast du gleich gerade? Na, für übermorgen, ja. Heute echt? Ja, wir haben uns mit dir abgesprochen, wann? Ja. Ohne Mika, bei uns wird das nie gehen. Nee. Und dann gesagt, hier ist kurzfristig, ne? Nee. Janina hat gestern und heute Tag gelegen. Morgen muss ich erstmal schauen, wie es ist. Da muss ich noch zwei Fliesen bemalen und verschicken. Aber dann hat Janina endlich wieder Wochenende. Oh, du solltest Samstag einschalten bei Devils Hagebutten. Der Livestream. Live von der Gerwa, Etzadlar und live aus der, hier aus der Kneipe. Warte mal. Ich zeig euch mal nochmal, Janina, für dich, nur für dich, den Platz, den wir reserviert haben. Moment. Unter dem Dach. Ja, das ist echt geil. Da. Den Platz haben wir reserviert, Samstagabend, 22 Uhr. Und da sind dann auch, ist der Landschlag mit dabei, plus Frau Bela ist dabei, Odin, er wahrscheinlich auch, Hage Buttene, der Ehrmann, um den es eigentlich geht. Ne? Ja. Dann noch ein weiterer, den ich aber nicht zeigen darf. So. So. Und das ist die Tränke. Und das ist Klo. Ich wollte es nicht sagen. Was? Was sollst du nicht sagen? Alles gut. Alles, was das Handy rumgeschwenkt, man hat mich trotzdem gesehen. Nee. Nicht? Nee. Nee. Zu schnell, bei Blur. Okay. Blur-Effekt. I love you, we Devil TV. Give it a follow. War so ein Rennspiel quasi. Ja, das war richtig witzig. Irgendwie ein bisschen Demo davon jetzt. Das ist ein alter Schmeichler. Wir haben es gezockt, damals. So. Aber wehe, der Hagebuttene trinkt nicht eh für Janina. Du, das macht er gerade. Macht er gerade jetzt in dem Moment. Ist gerade ein Irish Mist. Irish Wer Mist. Auch immer Janina ist, ich trinke auch Mistiger Mist Mist. Mistiger Mist Mist. So, Zotti hat einen Butterscotch. Butterscotch. Butter. Butter. Butterscotch. Butter.
Man darf. Prost, ja, genau. Ja, yo, Mama wurde von 15 Euro. Man darf im Leben nichts auslassen, außer Butter. Ja, ja. Kennt ihr noch ist jemand? Schon müde? Kennt ihr noch jemand? Ist schon müde? Bist du, aber du hast noch eine lange Fahrt hinter dir. Ja, ja, müde bin ich schon. So ist es nicht, aber. Wann bist du los? Um 6 bin ich auf in der Früh. Und dann etwas Frühstück noch und ich wollte vorher Zug nehmen um 8 Uhr in der Früh. Wir haben extra Johnny rufen und wollen. Dann habe ich den um 9 Uhr genommen. Dann saß ich im Zug und habe mir gedacht, Kacke, die hatten eine Weichenstörung. Kommst du Füße oder was los? Und dann ging es richtig ich weiß ja nicht, wo du deine Füße hast. Okay. Dass ich den Flug noch erwische. Also war knapp. So. War knapp, aber ich hatte mit meiner Kreditkarte kann ich in die Fast Track rein. Die Sicherheitskontrolle. Steht auch morgen auf, ey. Und das hat mir dann den Arsch gerettet. Ey, ich muss dir geben, was geht da heute ohne Scheiß. Aber krass, wie lange du schon unterwegs bist heute. Ja. Knalltüte, Metal. Ein fröhliches Metal live aus der Kneipe. Ja, freut mich. Ja, ja, wenn mit Hagebutten, ne? Ja, ich finde es wirklich cool. Denn ja, Nussecken. Ich find, wir trinken gerade viele Nussecken. Ist auch ziemlich schön. Da bin ich. Ist eine schöne Altstadt. Ja, ja. Klar. Ja, bisher schon. Und da ist der Chris, mein Gitarrist. Reimt sich, ne? Chris, mein Gitarrist, der macht auch mit. Cheers, wer schließt mit mir an? Immer diese Runde. Immer diese... Prost, Leute, cheers. Auf die Helme! So, habt ihr ein Thema? Wir sitzen ja gerade hier in der mündlichen Runde mit euch hier am Tisch. Ja. Ne? Wenn da. Wenn hat denn irgendwie ein Thema von euch? Wär, dann wäre es so richtig zu Weihnachten. Noch haben wir Zeit, oder? Was sagt mein Akku? Warte mal. Fuck die Fuck. Ach, 75. Noch Zeit. Ja, rein für Weihnachten wäre es dann noch. Ja, absolut. Nee, sehe ich absolut. So. Aber echt cool, ja? Ich liebe auch Österreich. Also auf jeden Fall alles, was ich bisher da gesehen habe. Das ist schon echt schönes Land. Ja, kann man mal machen, ja. War da jetzt, glaube ich, dreimal. Wir sind auch gar nicht so unfreundlich. Wie manchmal. Hab dich lieb, steht da. Ist spiegelverkehrt, ich weiß aber. Ja. Also das Wienerische ist eher komplizierter und die haben das... Nächstes Community-Treffen bitte bei Lanchi in Saarland. Habe ich nur 3 Stunden, Berlin ist einfach zu weit. Nicht so. Aber sonst... Du willst ja wohl schwenken. Hatte ich auch der Eindruck, also ich persönlich war noch nicht in Wien. Okay. Aber ja, kannst du auch mal machen. Immer wenn ich da war, war es überaus freundlich. Also gar kein Vergleich zu Deutschland, was ich kenne. Wirklich? Also, ja, wirklich. Ja, wir haben viel bessere Zugverbindungen. Ja, das sowieso. Das war heute schon wieder der Wahnsinn. Also in Deutschland ist auch ein echtes Frechheit. Ne? Ich hatte Angst, dass ich Charlottenburg nicht weiterkomme. Ach so? Ja, wirklich. Was war das? Das hat zu lange gedauert. Wir haben immer Verspätung. Immer. Ich könnte wetten, der bringt seinen Schwenker mit, wenn der morgen landet um 17 Uhr. Wenn im Waggon. So dann schwenkt mal live auf dem Rummel, ne? Eigener Schwenker, schön, Wurstruf, geht. Wo du wo bist. Genau. So, dann passt das halbwegs. Vielleicht mal eine Minute oder was? Ja. Da, Hagebuttner. Ja. Und heute Richtung Charlottenburg. Die haben immer wieder nachkorrigiert. Immer wieder nachkorrigiert. Das ist aber so typisch. Das ist, du kannst dich auch nicht verlassen. Nein. Du kannst dich darauf absolut nicht verlassen. Und die standen in den Bahnhöfen und ich denke, warum stehen die noch? Ich weiß es nicht. Das ist Deutschland, sag ich wie es ist. Jesus. Ballern muss ich. Wir sind ja nochmal. Und schmecken. Schmecken tut er, Leute. Schmecken. Ja. Boah. Was ist das eigentlich? Das Butterscotch? Der riecht auch mal Butterscotch. Der ist auch der mega. Riecht ja geil. Der ist mega. Den kannst du auch probieren. Butterscotch. Der ist richtig lecker. Ja, der ist mega. Oh, der ist ja geil. Ich glaube, den werde ich mir auch mal holen. Ja. Wir wollen hier nicht drängen. Direkt vorbei. Der arbeitet hier, der macht seinen Job. Wir sind hier auf einen Long Run. Nee, aber woher das Zeug? Wie sagst du denn? Sag mal. Offensichtlich nicht. Ja, gib auf mir halt. Er spielt seine Sucht. Hat er meinen Scheiß viel zu lange gemacht hat. Was? Koritke ist weg. Hey. Kennt ihr? Der Typ, ey, ist so ein Lauf. Aber wie er wirklich verstanden? Er hat wirklich so. 15 Euro. Ich hab's wirklich verstanden. Wie bitte? Aber 15 Euro, Bruder. Hm? So.
Was? Rauch so geil. Stock. Ah, der riecht wirklich gut, ey. Wie viel Umdrehung hatten der? Ich hab keine Ahnung. Das ist scheiße. Genug. Das ist scheiße gekocht. Der riecht wirklich geil. Erwärmt. Ja. Ja. Was? Wollte ich schon mal fragen. Ehrlich? Wenn ich hier bin, ich bin hier mit dem Chef. Nicht doch. Wer trägt denn wen nachher nach Hause? Also Hagebuttene, der hat es nicht weit, der ist hier gleich quasi um der Ecke, ne? Also around the corner. Ich wohne in Neuruppin. Ab sofort. Er hat sich eingekauft. Er hat gerade eben in diesem Moment den Mietvertrag unterschrieben. Ja. Und in der Wichenstraße. Zotti und ich, wie gesagt, wir ich hab die Nummer 1 auf jeden Fall. Haus Nummer 1. Das wird lustig. Ist doch egal, wenn da jemand drin gewohnt hat. Er hat die Nummer 1. Ich hab die Nummer 1. Hab ich heute schon kontrolliert. In jeder Straße. Hagebuttner wohnt in der Kneipe. Du wohnst in der Kneipe, sagt Jenny gerade. Ja. Na hier, natürlich, an der Quelle. Bleibst du hier jetzt über Wochenende, ja? Hier? Die Idee so, oder? Ja, da würde ich auch bleiben. An der Theke. Kein Problem, da würde ich bleiben. Gerne, bist du dabei? Bei Johnny. Bei Zeltaufschlag. Du, der ist korrekt. Ja. Der ist mega korrekt. Ja, da will ich bleiben. John, erlebe hoch. Juhu. Ist das das da vorne? Das ist der peinlichste, was geht, wenn jemand den Barkeeper kennt. Ja, wa? Ist das da vorne? Was? Ja, genau. Grüß John. Moabit. Soll ich dir was mitnehmen? Silvester und dann alle treffen bei Video TV. Ich komme nachher selber. Ihr wollt alle Silvester zu mir kommen? Oh boy. Ja, lass mal knallen, Freunde. Also, ja. Aber dann schön mit Live-Gig und dann drei Kameras, Video TV, worldwide. Ja, also ne, ein bisschen auf die Kacke hauen. Ne? Das kann ich mir schon erlauben, glaube ich. Ne? Mein Sohn Arschmensch mir gar nicht. Und ich meine, wenn jemand aus dem Nirgendwo kommt und mir sowas hier schenkt, ja, also ist schon eine mega Geste. Hab ich mega gefreut. Hier, guck doch mal. Das ist schon stark. Ey, ja, Leute, wirklich, das ist schon echt stark. Ich hab damit ja nie gerechnet, wenn immer wie gesagt, ne, kommt's an, hier, komm, das hab ich für dich gekauft und so. Und, also, das mega. Ist schon sehr stark. Ja. Ey, Fotti, mach mal einen Kommentar. Man sieht zwar nicht, aber mach mal einen Kommentar. Wozu? Was? Mach einen Kommentar. Was Thema, was passiert? Wie ist gut, das Gott? Ist gut, das Gott. Ist gut, ist leer, ist scheiße. Silvester kann man gar nicht weit genug von Berlin weg sein. Oh ja. Berlin? Oh ja, auf jeden Fall. Hast du recht. Genau so ist es. Paulchen! Metal! Ja, Metal, Paulchen! Und einen guten Abend dir. Eine gute Nacht. Ich meine, wie spät haben wir jetzt eigentlich? Oh, 0 Uhr. Da fuck. Na, wie ist der Paulchen? Alles gut? Wir sind gerade live aus der Kneipe. Wir sind hier gerade schon am Vorglühen für Devils Hard. Kneipe aus der Leife. Was? Kneipe aus der Leife. Devils Hard gebunden für übermorgen. Na dann, Score. Ja, dir auch. Du, Paulchen ist da. Das ist Paulchen. Ja. Paulchen sagt Metal. Da komm mal da. Hagebuttene, der Wahnsinnige. Hey, Metal, Paulchen. Metal, meine Bootstags, Grüße und Wünsche raus für Hagebuttene. Da. Der 35 geworden ist. Genau. Nicht 38. 25 bitte. 25. Bin ich gealtert. Der ist doch auch gerade mal 29, oder? Ja. Schön wär's. Ach, das ist er? Moin! Moin! Das ist Hagebuttene, genau. Ne, wir haben auch schon Fanmanagement gemacht, wir sind jetzt schon ein bisschen Autoscooter gefahren. Wir haben keinen Sahne-Bacardi getrunken, ne? Nee. Aber am Tor haben wir gerüttelt vorhin. Ja, am Tor habe ich. Am Tor haben wir schon gerüttelt heute. Ja. Das war geil. Nachträglich alles Gute zum 15.10. Geburtstag, Hagebuttene, sagt Niklas. Zum was? Zum 15.10. Danke. Was wollen wir darauf trinken? Ja. Ja. habt ihr den Dicken schon gehabt mit dem Holy-Holy-Bier? Nee, noch nicht. Ach ja, sehr großer als Hüte. Danke, Paulchen. Nicht nur ich. Hier, Hagebuttene hat am selben Tag. Beide? Nur doppelt. Hier. Ja. Beide am 1.11. Er? 1.11. Und ich. Die Besten werden am 1.11. geboren. Jetzt sieht man doch hier. Nur die Besten.
Oh ja. Oh ja. Sechsschreibende. Beruhigt euch, Freunde. Beruhigt euch. Keine Sechsschreibende heute noch. Ja, jetzt sind wir gerade in einer irischen Kneipe und trinken gerade Kilkennys und Butterscotches und Irish Mist. Mist. Und hier, mein Gitarrist, hat sich jemand eingereiht? Moin. Der Chris. Chris, der Gitarrist. Aber wenn... Ja. Was? Aber wenn ihr in meinem Alter kommt, ist Geburtstag auch egal. Minus 6. Komm mal, mein Alter. Minus 6. Was? Brauche ich ihn wie Albisten? Nein, dann hat er doch gesagt, minus 6. Er ist minus 6, etc. Sehr interessant. Ich sag mal nochmal, Grund, wo ich der Jüngste bin. Kannst du den John wieder mal winken? Wieso? Hast du Dusch? So. Moment. Hallo! Na, hast du durch? Hast du da durch? Ja, ja? Sicher. Ja, sonst wäre es nicht an. So, ja, Alter. Anni, Digga, Metal. Hallo. Grüße gehen raus an Anni und Henk. Auch ein Ehrenmann. Johnny, wir haben da durch! Oder so wie so. Ja, wir wollen haben. Du kannst doch so winken. Ja, hier, Johnny. Johnny wollen wir haben. Du kannst doch so winken. Hallo. Ist okay, wenn ihr mir eine Butterscotch aushebst? Keine Ahnung, wie Anni ist. Nein, ich glaube nicht, wie älter weg, oder? Ja, Mann, so, jetzt könnt ihr. Ach so? Wie sowieso. Ihr wollt die Farbe, was ihr haben wollt. Drei doppelte Butterscotch. Wie bitte? Was? Wie? Was? Was hast du? Einfach nochmal wieder. Nein, kannst du nicht hier sehen. Das ist ein geiler Axel. Darf ich liegen? Was für ein Axel? Darf ich sagen, welche Axel? Ich sag nichts mehr. Okay. Ach du Scheiße. So, jetzt komm. Ich möchte, dass der Fuhler du bestellst. So, ja, bitte. So, jetzt bist du. Ja, Hagabut, jetzt bist du dran. Nochmal. Eins, zwei, drei und. Oi! Das ist der englische Akzent von Sussex. Oh Gott, ey. Okay, Bonuspunkte gibt's für 6, nämlich. Ja, komm. Auf jeden Fall. Na komm, make a wish. Hast du, komm, wir haben die Wohlzeit, das schaffst du noch, komm. Schaffst du. Nein, ich sag nichts mehr. Komm. Ich hab das jetzt vergessen, was du bestellen wolltest. Ja. Kannst du das bitte nochmal wiederholen? Nein. Nein, danke. Ich werde schon in Österreich verarscht, brauche ich nicht in Deutschland auch noch. Hätten wir noch drei doppelte Butterscotch? Nee. Nee, er soll es sagen. Er soll es sagen. Nein, ich sag nichts. Doch, er komm, muss trau dich. Trau dich. Trau dich. Nein, sag nichts. Jetzt steh mal hier. Pass auf, jetzt nicht, weil wir uns lustig drüber machen, sondern weil es sich gut anhört. Weil es hört sich wirklich gut an. Ja, genau, Niklas, genau, richtig. Nein, jetzt echt gar nichts mehr. So ist es. Oh Mann. Oh, das ist schön. Und eins, zwei, drei. Ich mach mir nicht drüber lustig. Weil ihr da noch was sagen würdet dann. Okay, ich sag nichts. Ich sag gar nichts. Ist das Rocksau? Ich fand nur die Situation. Mein Kumpel John. Ich fand nur die Situation amüsant, wirklich. Ich fand nicht. Kenne schon ewig. Ich versprech's dir. Also, mach mal kleinen Finger. Komm. Wenigstens kleinen Finger. Guck mal da. Das da wurde er angeboten. Da wurde er gerade angeboten. Komm. Ich will jetzt mal einen Kill kennen. Guck mal da. Oh, das ist schon gut. Das ist schon gut. Da war gerade der Finger gewesen. Guck mal, was ist die Brüste? Fingerspur. Ich will jetzt mal einen Kill kennen. Einen Kill kennen? Guckst du überhaupt hin? Sie reicht dir gerade einen Finger. Kommt. Das ist so gemein. Kill-Kenny? Ja. Nee, was wird mir jetzt immer geschehen? Ja, er sagt's ja nicht. Er will ja einfach nicht. Nee, sag's nicht. Ich weiß nicht, wie der. Und du wolltest nicht kicken? Das ist voll Butter, ja. Der Akzent hat 12 Bier. Naja, okay, wir haben einen Träger. Ein Kilkenny und drei Butterscotch-Doppelte? Oder? War noch was? Ich hab so. Ja, war denn noch was? Nein, da war eine Kacke. Doppelte. Also drei doppelte Butterscotch? Und ein Kick. Ich schleppe dich nicht nach Hause. Ey, wirklich, du musst nicht unterhaken. Ich hab mich nicht. Stimmt, du musst nicht unterhaken, genau. Hagebutten? Genau. Wirklich nicht. Hagebutten, genau. Das ist sehr lecker. Eigentlich heißt es ja anders. So, bin ich wieder. Ja. Wieso steht der Gieser, wenn der Wirker da war? Nachschub kommt ja gerade gleich. Geht sofort weiter im Text. Groß!
Mensch, ey. Ja, cool. Ja, mega, oder? Ja, Ehrenmann. Du bist ein absoluter Ehrenmann, Alter. Ohne Scheiß, Mann. Ey, nee, ohne Scheiß, wirklich. Herr Zattler, Ehrenmann. So, aber jetzt noch Smirnoff. Smirnoff. Na, Smirnoff. Der Daniel Richter. Wir werden für spielen. Wie Modern Warfare 3. Wer das nicht kennt, gute Nacht. Leute, wie viel Herzen kriege ich, dass ich diesen leckeren Likör, den man eigentlich genießen sollte, Excel? Bist du Excel? Ja, Mahlzeit. Excel Rosen werde ich den. Auf der Pistole. So musst du ihn. Skoll, Kumpel ohne Bier. Ja, geil. Ja. Warum kannst du das nicht? Keine Ahnung. Mann! Was ist das so machen, schau. Bei Botaniker, ey, wo sind die ganzen? Und jetzt auf der Pistole. Ich warte auch noch auf die Herzen. Runter damit. Leute. Runter! Schluck. Sauf! Ja, genau. Das war nice. Das war mega nice. So geht danke, das. Danke. Na, soll ich zurück nach unterhaken und nochmal streamen, ja, die will ich nach Hause? Oh Gott. So, Pekini? Ja, bist du? Bitte schön. Ja. Und die Butterscotch. Danke schön. Und wie lange bist du jetzt hier? Bis Montag. Darf ich dir mitgeben? Mhm. Und Samstag kommen wir nochmal her zu euch. Ja. Und ihr wart jetzt auf dem Rummel und so? Ja. Rummel, ein bisschen schon mal vorglühen, weil er hat am 1.11. gehabt, ich habe am 1.11. gehabt. Jetzt kommt noch. Genau, jetzt kommt. Alles Gute nachträglich. Dankeschön. Jetzt kommen noch andere aus der Community und Freunde dazu und deswegen. Was heißt denn Community? Extreme. Ja, Streamer. Streamer, Musiker. Also so Musiker, Streamer. Wir haben eine Band auch zusammen. Du bist mein Gitarrist, ja. Und was heißt Streamer? Ihr nehmt denn irgendwas auf und. Wir sind gerade live. Ja, wir sind gerade live. Ah! Und wie viele gucken zu? Jetzt gerade noch 9. Noch. Ist auch schon spät. Immerhin. Und wie viele haben zwischendurch schon zugekommen? Oh, das variiert mal 30, mal 200, je nachdem, wer gerade reinkommt. Hm? Okay. Ja. Und wo streamst du? Hm? Was? Wo? Twitch. Twitch, YouTube und Kick ab und zu mal. Okay, crazy. Ist schon crazy. Ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Nur so ein bisschen. Ein bisschen Freschnauze-Content. Huhu, so, Freunde. Denn, ne? Der Dame nicht zu sehen ist. Metal an die Bedienung. Der ist besser noch wieder Mist. Ja? Dann bist du gemisst, Mist. Ich zeige es jetzt mal. Der ist gerne wieder Mist, weil er besser runtergeht. So, leg mal noch mal kurz jeden. Warte mal, ich geh mal noch mal kurz. So. Wartet mal, ich nehm euch mit. Ich nehm euch mit. Und dann bringt euch gleich Hagebuttene wieder. Mal großer Mann. Mal groß. Kleiner Mann. Sind wir nicht hübsch? Grüße an dich, sag ich bestellen. Ja? Zu meinen Leuten. Grüße an die Wirtin, Grüße an die Wirtin und so. Ganz liebe Grüße zurück. Da. Da ist sie. Jetzt habt ihr das mal gesehen, live mit Person, ne? Mega nett. Der ist viel zu süß. Ja. Newfound Glory. Newfound Glory ist eine geile Band. Makes me sick. Makes me sick. Ich liebe Newfound. Da ist sie, genau, Paulchen. Sehr richtig. Geile Band. Metal. Der Sänger hat jetzt bei. Ach so, Alter, ja, genau. Warte mal. So, Moment mal. Wo? Ich muss hier mal wieder durch. Ach du Scheiße. Oh, diese ich glaube, das wird mein bester Stream, mein Turbulenter. Ja. Und, Johnny war immer wieder gewesen. Achso. Ja. Ja. Wir haben gerade wieder posiert. Und die Band hat hier Broken Hero. Der hat aber geil. So quasi, Roffel. Mega. So und so viel Geld reinkommt. Gibt es ein Album? Ja. Gibt's ein Tool, ich lese Paulchen schon, ich vergesse niemanden. Ist ja, ich meine, ist ja auch schon spät. Also, Montag waren 200 bei mir im Chat gewesen, habt ihr ja gesehen. Und ja. Hat blonde Haare. Und plötzlich dreht er durch und hat eine schwarze, genau, lange, ja, Haare, ist es. Eine enge, schwarze, heißt ganz simpel Irish Pub. Imus, das angehört, ja. Ganz normal, Irish Pub, das Typische. Und dann hat er alle Bands schon gehabt. Also der hat wirklich, der hat, schwer zu beschreiben, es ist, der hat zu viele Videos, der, alle so Simple, ja, Simple Man, Yellow Card, alles. Geil. Und das ist so mega.
Das ist so mega. Ich feiere das auch sehr. Ich habe auch noch eine zweite Band neben unserem Projekt. Machen wir auch so Emo-Band. Okay, da schaue ich nächstes Mal rein, wenn ich bei Tobi bin. Macht das mal. Ist wie gesagt ein super nice Laden. Ne? Bisschen dunkel zugegeben, aber sehr, sehr gemütlich, sehr, sehr urig. Und ja, sind wir spontan hier eingekehrt nach unserer Autoscooter-Runde. Es ist dunkel, wir haben eine Kerze. Wir haben eine Kerze? Was? Ja gut, okay, aber jetzt so, für die Zuschauer ist natürlich gesagt, ne, erwähnt. So, jetzt. Du weißt genau, wann es jetzt, ja, genau. Oh, jetzt kommt hier die Hook, so, und dann geht's. Ja. Das ist so geil. Und, ich liebe es auch. Es gibt schon einen Song, wo dieser New from Glory Sänger, ich weiß nicht, wie er heißt jetzt. Keine Ahnung. Mit Your Broken Hero. Alter. Einen Song gemacht hat. Okay. Honey. Kann ich dir zeigen? Oh, my honey. Oh ja, du kleine Bitch. Komm Trink her. Trink mal dein Bier aus, bevor du hier große Sprüche führst. Das ist ein Dritter, oder? Ja. Das ist Mobbing. Der mobbt dein mich. Dein erstes. Das ist dein erstes. Ja. Das ja, ist warm. Ja, ja, das ja, ist warm. Ja, ja. Ich glaube, wir müssen da mithelfen. Das geht nicht anders. Nee, warte. Erstmal sechs Schreibende. Das kommt von Sussex. So. Erstmal hier, Hagebutter nochmal kurz. Ja. On the mic. Ich geh mal schnell Wasser lassen, ne? So, grüß dich. Wasser lassen, obwohl er nichts getrunken hat. Ja, das ist komisch, ne? Komisch, ne? Muss er mal zum Arzt. Das ist echt Genickbruch, ne? Das ist echt Genickbruch. Das ist Genickbruch. Das ist das Lied. Your Broken Hero. Ja. Yeah. Und der geht gerade richtig ab. Der geht gerade richtig steil mit Pop-Punk und der belebt das wieder, dieses Genre. Ja. Das muss ich mir mal aufschreiben, Your Broken Hero. Das werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Wer schreibt denn? Alle. Sechs schreiben, ne? Ja, sechs schreiben können wir heute noch machen. Also, mein Ding, Ding, doch. Brauchst du jetzt schon meine Handynummer? Janina. Was brauchst du, Handynummer oder Hände? Hände. Magische Finger. Finger. Wir sehen uns Samstag auch nochmal, oder? Ja, ja. Jo, wahrscheinlich. Wir können uns öfters sehen, ich bin die ganze Zeit da. Nice. Und das ist so richtig Pop-Punk-Style. Ja, Mann. Schon eben die Vocals. Ja, und da siehst du schon den Sänger von New from Glory, hast du kurz gesehen. Da ist er. Ja, mit dem Cappy. Ja. Und die gehen richtig ab. Und hier ist er wieder in seinen Emo-Klamotten. So, hast du mir ja durch? Ja. Hast du Fotos gemacht? Was hab ich? Hast du Fotos gemacht? Warte mal. Die werden schon nach Pansy-Bildern gefragt. Was? Ich wurde nach Dickpics gefragt? Ohne jetzt, Scheiß? Jetzt sind die von Köln. Pansy-Bilder, genau. 17,5. Nee, nee. Ich denke, jeder hat mehr als unser Lord, oder? In Österreich nicht. Nee, da gibt's nicht viel. Hä? Das Problem ist, was wir haben. Ich geil jetzt euch. Das Problem, was wir haben, ist, sind die Bassisten. Ich glaube, Hagebutten hat schon leicht einen an der Krone. Die Bassisten haben. Frag doch mal, ob du probieren kannst. Wir finden keine Bassisten. Das ist eher mal Schlagzeug aus der Kölle. Niklas meint, du hast schon leicht ihn sitzen. Also ich hab. Ja, sowieso. Ich kann mal noch. Ich kann immer kurz. So, erstmal jetzt SNES-Spiele testen. Aquarius Hydrantus, der verdammte Ehrenmann, hat mir heute ein Retro-Hand hier geschenkt. Also mega geil. Nochmal danke an Aquarius Hydrantus an der Stelle. Wirklich mega direkt. Danke dir. Wenn du innerhalb von 3 Tagen Terranigma durchspielst, dann hau ich dich. Was? Wenn du da nicht innerhalb von 3 Tagen Terranigma durchspielst, dann hau ich dich. Ich musste kurz mal hochziehen, weil die fehlt hat. Mana hat die fehlt, Elmo hat die fehlt, ja, ja. Terra hat die fehlt. Ja, nee. Trotzdem, danke nochmal. Kuss geht raus, massive Liebe. Wo die Zetzen unterstecken. Ja. So, das habe ich gelesen. Und ja, Hagebutten, ne? Er hat ja frei, ne? Das kann man ja machen. Das ist halt, wie gesagt, so das Vorspiel zu dem, was wir halt übermorgen vorhaben. Und vielleicht morgen nochmal teilweise, um euch mal kurz die Gang vorzustellen. Wir sind Meet the Gang. Ja, aber. Oder auf Englisch Meet den Ganges.
Was? Miet den Ganges. Miet den Ganges. Den Schnaps leicht mit so, was? Mhm. Wir müssen ins Bettchen tragen. Na, ich habe eher die, Eingebung, dass ich den da, Zotti, tragen muss. Also, Zippomann da. Tragen wir uns abwechselnd. Genau. Oh, bei mir geht's mittlerweile wieder so ein bisschen. Mhm. Das ist halt so, unsere Demo. Nö, das sieht auch, aber morgen mit dem Aufstehen, das wird ein bisschen scheiße werden, weil ich hab ein bisschen mehr hier drum als du heute. Melodischer werden. Ja. Was denn los? Du wolltest doch mit hier auf dem Umtrunk. Keine Ahnung, beim Gesang. Ja, und was ich schon gefeiert hab. Nimm mal einen Schluck, dann wisst ihr, wie gefährlich das ist. Bei Blink und bei Arno. Also, es ist nur meine Meinung jetzt. Wie der WTV kostet zum ersten Mal Butterscotch. Bin ich gespannt. Geil, riechen tut er ja. Zumindest von dem, was ich mitkriege. Runtergefahren, ne? Ja, und nur instrumental. Ja. Und wo die Leute nur fühlen. Ja. Wo nur instrumental. Das, wenn du das noch reinbringst. Das ist das Problem. Das schmeckt so geil, aber du merkst es halt nicht. Na, aber das, ich hab das Gefühl vom ersten Sekunde. Das war boah. Geil. Ja. Ist ja Hammer, Alter. Ja, Mann. Ja, wir nehmen jetzt auch auf. Oh. Da wird es immer mehr, aber du merkst nicht, wie dich wegknallt. Geil. Wären das schon drei Gigs? Geil. Keule! Ey! Der ist ja Hammer! Der ist geil, ne? Ja. Der ist ja. Der, oh! Hab ich doch gesagt, Zeug? Hab ich nicht gesagt, hat Zotte gesagt. Der ist ja mehr, ey! Und das nur, weil ich mir ein Amaretto bestellen wollte, den ich nebenbei nicht gekriegt habe. Ja, und John hat ihn zusammengeschlagen. Ja, er hat gesagt, pass auf, Amaretto kennst du auch. Ja, liegt am Telefon so ein bisschen. Also ich selber, ich, ne? Wegen 1, 2, 3, blablabla. 12? Noch geht's. Der Chillen, wie gesagt. Sollen wir rauchen gehen, oder? Rauchende? 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 Genau. No. Rauchende. Schwarzende. Rauchende? Sag mal hier Metal in die Runde. Metal, Leute. Du. Metal. Du Kackhater, du. Ja, hast du hier. Tot im Oga. Oder was? So. Also, okay, dann rauchen fetzt. Soll ich mitnehmen? Oder? Nee, Chat, ihr votet jetzt. Eins für Hagebuttene, zwei für Rauchende. Von den Eltern des Hauses. Das heißt, eins, ihr bleibt hier im Wagen oder zwei, nehme ich mit raus. Ja, nein. Also, ist schon echt schwierig. Ja, verstehe. Aber, dann haben wir echt. Paulchen sagt zwei. Ja, habe ich auch gehört. Niklas zwei. Habe ich alles für Thomann gemacht. Boah, die Leute lieben mich, ey. Ja. Das ist halt so ein Jahr. Ich weiß. Ja, und wir wohnen halt alles ziemlich weit. Also schon. Du drehst, ne? Ja. Schon ein bisschen auseinander. Wir wohnen halt nur zwei, drei Mal im Monat. Die anderen schlafen schon. Ja. Ich würde auch wieder gerne spielen. Ja. Mahlzeit. Ah, der ist geil. Butterscotch ist schon eine schöne Sauerei, muss ich ja sagen. Ja, also. Du merkst den Alkohol da drin nicht, aber ein Knetter. Ich kann ziemlich gut die Schläge, die Akzente setzen und hab das voll drauf, aber irgendwie so diese Schnelligkeit geht etwas verloren, wenn du nicht... Anderthalb Stunden, gut, aber der beste Spiel, ey. Na klar. Nenn ich auf YouTube dann die vier Schnapsleichen vom Dienst. Aber das Gefühl, was ich da reinbringe, das muss ich trotzdem weiterverfolgen, denke ich mir. Aber ich habe keine... Wie lange spielst du schon? 15 Jahre. Oh. Ja, ich spiele jetzt alles. Gewisse Sachen sind von mir voll ausgeprägt. Voll, also richtig so. Wie gesagt, Akzente setzen, dass das Schlagzeugspielen lebendig erscheinen lassen. Muy bien. Muy bien, genau. Gefühl rein. So, komm, gehen wir rum. Gefühl, das geht, wir rum, aber so diese Schnelligkeit, die ist dann. Da muss ich dran arbeiten. Wie spät ist denn das eigentlich? Warte mal. 12? Ja, das. 0:19. Naja, ob ich gestern, wie gesagt, bis jetzt das streamen würde oder was zocken oder was gucken. Das kommt selber raus. Heute mal Kneipentour. Und dann wird's gehen. Also, so, Tino. So, du komm, du quatsch nicht, du Spatler, mal rum hier. Ja, danke für den Tipp, das war sehr lecker. Du Karpfen. Du Karpfen. Was geht da? Was ist denn? Stuhl. Blub, blub. Ich trinke Bier gern. Der hat noch ins We Devil Live. Wie immer, wa, Leute? Ja, ruf mich an. Hat Rainer was BB gesehen? Was geht? Hey, hi! Was? Ja. Was? Kannst du lesen? Ja, was Mann, ist. Jamanjak. Jamanjak? Heißt was?
keine Ahnung, Dr. Panzer. Dr. Panzer. Ah ja. Nur der Panzer kommt besser. Trinkt ihr jetzt noch hin oder ist jetzt Ende jetzt hier? Nee. Was? Auch nicht mehr. Trinkt ihr jetzt noch hin oder ist Ende hier? Was? Ob du noch einen trinkst danach oder ist Ende denn? Alter, ich trinke 4 Bier in dieser Zeit, wo du eines trinkst. Und jetzt fragst du mich das. Mann, warum du mit der Rechnung noch? Er ist noch nicht fertig. Nein, ich hab auch gar nicht mehr hier. Guck mal, ist ja was. Lass mir doch Zeit. Das ist aber jetzt nicht mehr Zeit. Er genießt diese Schale. Ja. Paul, du möchtest eine mitbringen. Und Silberfuchs hat gesagt, Devil. Das ist entweder englisch oder Spanisch. Druckbetankung, genau, Paulchen, das ist. Devil, soll ich eine mitbringen? Was? Ja, ich hab nämlich keine mehr. Oh. Und die haben hier keinen Zigarettenautomaten. Das ist dezent Kacke. Morgen sehen wir uns auf dem Döner. Also, stimmt, ey, konkret, morgen. Stay tuned. Morgen gehen wir Döner essen und dann vorglühen nochmal. Bis die Leute kommen. Die Leute. Du noch ehrlich? Warte mal kurz, ich stimme mal ins Bus. Moment. So, ich hab Zigarette. So, dann los. Zigarette? No. 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 Merde. No, Zigarette. Ah. Aber Drunk Stream. Euch rauchen ist scheiße. So, ja. Ich nehme euch mit. Ihr habt gewählt, der Chat hat entschieden. Oh, echt? Ja, die wollten jetzt uns, ne? Das wollen die nicht, glaub mir. Krieg mal doch mal. Pflanzer sind bereit. Blumen, Bäume weiter breit. So, Kinders. Sieht man uns? Nee, ne? Oder doch so ein bisschen? Ja, in der Sichi so ein bisschen. Ey, deine Matte sieht aus. Auf, die müssen noch viel zu kurz. Junge, hast du getankt. Alter. Ich hab schon ordentlich getankt. Nee, ich will jetzt wieder lang wachsen lassen und ich will mir hinten ein paar Dreads reinmachen lassen, wenn die länger sind. Ich will Dreadlocks haben. Hier liegt noch Haarwuchs ummangen. Aber okay, Leute, wisst ihr wieder, wie der Hase läuft. So, jetzt sind wir hier auf der Terrasse und quallen wir schnell, ne? Und dann geht's wieder rein, dann nehmen wir noch einen kleinen Umtrunk und dann ist Feierabend weiter. Und dann geht's dann morgen weiter und Samstag. Feuer wenig. Du meinst? Hast du Sturmfeuerzeug? Nee. Okay. Warte. Dankeschön. Wie war euer Tag gewesen heute? Alles cool soweit? Ich meine, wir hängen hier rum und holen unseren Geburtstag nach. Das letzte Wochenende. So. Jetzt das erste Mal live und eine Person im Stream rauchen. Oh, das ist aber nicht gut. Das ist kein jugendfreier Content. Ja, normalerweise, wenn ich streame, dann muss ich ja raus auf Balkon. Der, das ist ja richtig. Der Kinder wegen, ne? Liebe. Ja. Habt ihr nicht gedacht, war das erste Mal mit Devil mal in Qualm im Live, war? Und zum Glück ist das nicht TikTok. Ach, TikTok ist Schmutz, Mann. Pissplattform, ey. Okay, gut, ich bin ja ehrlich. So, also den einen oder anderen Lacher gibt's doch mal, aber ansonsten viel Arbeit heute, aber sonst alles prima. Super, Niklas. Das hört man ja an. Jo, also morgen werden wir wahrscheinlich herkommen, wenn das Wetter nicht mitspielt. Und dann auf jeden Fall Samstag, denn Tisch reserviert, ihr habt's mitgekriegt. Live. Da ist mein Gitarrist in meiner Band. Werbung muss sein, ekelhafte Einwerbung. Wie gesagt, den nächsten nehmen wir euch dann mal mit im Proberaum und dann auf der Bühne. Kein Ding. Mal sehen, ob ich noch was kann, wa? Ich hab meinen Nietengürtel gesucht, wa? Ey, nicht gefunden, Scheißding. Hoffenweise Nieten am Bänder habe ich. Aber kein Gürtel. Der ist ja gut, der nie bremst ab und eine Scheiße, ey. Ich hab's doch gar nicht mehr. Nee. Das ist super, ein paar Jahre nicht mehr. Doch, ich schon. Ich werde mal wieder tragen auf der Bühne, wie in alten Zeiten. Echt? Ja, klar, safe.
Safe. Auf keinen Fall. Ich bleib meiner Persona schon treu, wenn ich mich hinter Mikro stelle und dann. Weißt du? Ich stelle meine Gitarre oben. Und dann geht ab. Reicht aus. Er schneidet sich eine Gitarre oben, solange es nicht anders ist. Der Luan. Alter, weißt du noch mit jetzt kommt die Röhrpistole, pass auf. Damals hatten wir eine Band und wir schimpften uns. We Hunt the Wizard of Oz. We Hunt the Wizard of Oz. Mhm. Und bei eines Gigs habe ich mir auf jeden Fall so einen komischen Umschnalldedlo umgehangen. Und dann bin ich in so einem evangelischen Jugendzentrum mit einem Umschnalldedlo auf die Bühne gekommen. War Joffs, ne? Nee. Der Taska. Und ich glaube, seitdem habe ich da auch Hausverbot. Alte Geschichten. Das sind die alten Kriegsgeschichten. Aber es passiert. Ne? Damals saß ich in der Band noch in dem Schlagzeug. Also ewig lange her. Oh, das war aber geil. Das war eine geile Zeit, Leute. Das war so eine geile Zeit. Wirklich. Da waren wir noch jung und unverbraucht. Bin ich immer noch jung? Jung sind wir immer noch, aber ja, nicht eben, unverbraucht. Ja, ich würde sagen, noch sind wir nicht tot. Und dann denkt man noch nicht. Ich finde solche Streams immer lustig. Ich schaue aus dem Fenster in die Schweiz rüber und ihr seid im... genau, richtig. Ja, super. Hm? Absolut, Alter. Sehr nice. Das ist Niklas. Moin, Niklas. Den hast du schon nie grüßt. Echt? Dann grüße ich ihn halt nochmal. Sorry. Grüße in die Schweiz, genau. Double Grüße, nicht so bitter nehmen, ich bin schon ein bisschen drunk. Aber schön, aus der Schweiz. Alter, aus der Schweiz, geil. Ich war noch nie in der Schweiz, Mann. Das ist auch noch ein Ziel von mir. Also ich habe schon öfter mal Urlaub so rund um, also in Europa so gemacht, aber in der Schweiz war ich noch nie. Bin ich fast in Berlin. Ich bin nicht in der Schweiz, ich bin an der Grenze. Ach so, an der Grenze. Okay. Entschuldigung. Okay, sorry. Und Paulchen, woher kommst du, wenn du sagst, du fällst fast rein in Berlin? Felten oder was? Oder irgendwie Umland oder so? Bestimmt Umkreis irgendwie so. Mhm. So was würde ich sagen? Sommerfeld oder so? Oder Hennigsdorf? Felten, Falkensee, ja, Hennigsdorf, Falkensee Potsdam, die Ecke. Ist ja alles rundherum hier. Eberswalde! Ist ja schon fast Polen, eigentlich, ne? Was? Eberswalde? Nee, bin ich gerade falsch. Nee, Frankfurt am Frankfurt Oders. Aus Eberswalde kommt ein Mädchen, was ich mal sehr liebt habe. Echt? Sag jetzt nicht Dingsbums. Steffi. Alter, die kommt aus Eberswalde? Nein. Richtig. Steffi kommt aus Mugge? Eberswalde. Ja, 30 Kilometer etwa. Ja, Mugge? Nice. Ja, er? Und ich, wir haben eine Band. Also ich agiere erstmal als wieder Solo, aber ich bin jetzt auch wieder in der Live-Kapelle. Hallo. Mit ihm und noch weiteren. Ja, ja, es wird auf jeden Fall noch folgen. Was soll ich machen? Na, sag. Was denn? Du sollst welche machen? Ach so, ja, na klar. Lala, Musik. Mucke, ja, na klar. Ich bin dir gerade live aus der Kneipe, Mensch. Also ich glaube, ich werde mir auf jeden Fall noch ein paar Drinks reinzimmern. Ah, Chemotherapie, oh Mann, ey. Ich bin der Personal hier. Und dafür können die Kinder günstiger. Hör auf zu rauchen. Ich weiß, aber ich habe gesagt, erst nach dem Wochenende, ne? Ich sag's euch, das Rauchen ist scheiße. Janina, da hast du absolut recht, Rauchen ist absolut Pisse. Aber man kommt halt auch schwer von weg. Ich habe schon ein paar Mal probiert, aber die Sucht kickt, was soll ich sagen? Die Sucht kickt immer. Ich schmeiß die Hunis in den Club. Und sag, wow. Waren das nicht die Puffis? Nee, Hunis, Frauenarzt. Stimmt, du hast recht. Genau, darauf ist mein... Darauf erstmal eine löten, wa? Schöne Zichte. Geh mal eine löten, ey. Ey, Leute. Jo. Hier ist Fotoshooting oder so. Berlin live, Alter. Jo, gehen wir wieder rein oder was? Würdest du sagen? Würdest du noch eine brauchen? Nö, wenn wir drinnen, würde ich sagen, immer. Für mein Recht. Wir sind uns gleich drinnen. Na los. So. Du Tür, ich Kamera.
Also positiv. Sir Devil. Sir Devil. Sir Devil. Das ist aber nicht komisch. Kennt Chris Henk? Kennst du Henk Luce? Wie bitte? Kennst du Henk Luce? Wer ist Henk Luce? Unser Ehrenhenk. Henks Horde. Henk, nee. Reactor, cooler Typ, drüben in den Staaten Ohio. Kenn ich leider nicht. Kenn ich leider nicht. Nee. Kennt er noch nicht. Nee. Kommt aber noch, zeig ihm noch. Ich geh mal kurz schiffen. Wie bitte? Spielt er kein Killing Floor? Der hängt Losse. Oh, im Background läuft hier gerade Dropkick Murphys, wa? Was? Dropkick Murphys? Ja. Ja, Dropkick Murphys. Und was habt ihr jetzt ausgemacht beim Rauchen? Wie ausgemacht? Ja, ausgemacht sagt man in Österreich, wenn man... Das ist die letzte Runde, Freunde. Wollen wir noch irgendwas nehmen? Ja, alles, was wir nehmen können, nehmen wir mit. Aber nur, wenn du bestellst. Ja! Ja. Tja, dann wird's wohl nicht. Okay. Ich würde auf jeden Fall noch so ein Butter. So Leute, ihr wisst, Kneipe habe ich schon promotet. So. Was habe ich falsch gesagt? Du hast nichts falsch gesagt, du hast alles richtig gesagt. Alles. Okay, alles hört sich ja gut an. Also ein Butterscotch und ein Kilkenny habe ich jetzt schon mal. Ja, und wo ist jetzt hin? Pinkeln. Okay, weg. Butterscotch für dich auch? Ja, wenn du schon da bist, dann auch noch einen kleinen Scotch, würde ich sagen, wa? Butterscotch doppelt, Butterscotch doppelt. Also, du? Ich nehme auch hin, ja. Also vier Butterscotch? Ja, zum eingefixt. Das habe ich genau so gesagt. Butterscotch. Also es ist schon akzentfreier, aber ich finde es mit Akzent nicht cool. Ist schon erotisch, ne? Ja, ein bisschen. So ein bisschen. Okay. Dann zwei das so, wie heißen die? Honey Mist? Honey Mist? Whisky irgendwas Mist? Irish Mist. Irish Mist, ja. Also ihr wollt jetzt vier Butterscotch und dennoch Irish Mist dazu? Zwei genau. Irish Mist noch dazu? Genau. Und das war's? Für heute, oder? Für heute war's das, glaube ich. Für heute. Ich sag, wir kommen ja wieder. Guck mal, das ist John. Chat, das ist John. Den ihr vorhin gegrüßt habt. Großer Mann. Total lieb, ich super tief. Ich hab nichts falsch gemacht. Das ist ich bring jetzt noch ein Kilkenny und will noch jemand von euch ein Kilkenny. Du kannst kein Kilkenny mehr trinken. Nee, der braucht eine Stunde. Ja, nee. So lange haben wir nicht mehr so lange haben wir Der Kleine reicht. Okay, also vier Butterscotch ja, und genau, zwei Kleine reicht. Und so, morgen kommen wir nochmal, übermorgen kommen wir nochmal. Ja. Wir haben Zeit. Ja, also morgen dann mit Dancer-Truppe und übermorgen nochmal mit Dancer-Truppe. Ja. Beides, ne? Dann ist Sperrstunde. Sperrstunde. Sperrstunde, genau. Würstchenparty? Hat er Speer oder Speer? Nee, ne, Speer hat er. Speer. Oder Egon Luft. Du, Hagebuttene, ne? Hat dir gerade den rausgemeldet hier. Wolltest du noch in Kilkenny auch? Letzte Runde eben. So. Letzte Runde. Soll ich noch? Bestellen für dich? Ich hab schon bestellt. Kilkenny. Ich hab mir Kilkenny bestellt. Ah, okay, passt. Na, du hast ihm gerade nochmal einen Butterscotch rausgemeldet, ja, ne? Genau. Und ein Mist. Dankeschön. Sehr lieb, danke. Machen wir so. Beste Community, ich sag's euch. Dein Speer kannst du stecken lassen. Nee, heute nicht mehr. Nee, wenn ich nach Hause komme, dann ist ja Frau, Kinder schlafen schon. Sag da. Für heute ist Essig. Sag da. Ey, Alter. Was sucht eine Blondine in der Ketchupflasche? Wo steht das? Nee, frag dich. Was sucht eine Blondine in der Ketchupflasche? Den Frucht. Den Hals. Nee. Keine Ahnung, Mann. Den Heinz. Kennt Hagebuttene diesen seltsam hängenden Loser? Lusilein? Na safe, darüber haben wir uns ja kennengelernt, ne? Über Henk. Henk ist Beste. Ne? Deswegen, Leute, ja, da seid ihr unten in meinem Kanal, in den Panels, Henk Luce, gerne mal folgen, ne? Wisst ihr Bescheid. Richtig, genau, richtig, Paulchen, du sagst es. Henk Luce? Muss ich mal zeigen. Korrekter Typ, Henks Horde. Nicht weinen. Alles gut.
Du wisst ja, es wird alles neu so heiß essen, wie gekocht wird, ja, also. Oh, ich hab ne WhatsApp. Oh, Kegge. Ach, das ist der Typ mit diesem unerträglichen Mods. Tolles neues Video hat er. Kleiner Roadtrip durch Arizona. Habe ich vorhin eine Gruppe von Großherren. Mega. Henk ist ein super Typ. Und der hat auch meinen zweiten Namen. Ja, ja. Andreas. Mhm. Mega Typ. Oh, guck mal da! Jawohl, danke schön. So, letzte Runde für heute. Ihr wisst, die nächsten Tage sind wir wieder hier. Versprochen ist versprochen. Reserviert ist, alles gut. Dankeschön. Da. Und nochmal ein kleiner Scotch für den Devil hier. Wir wollten den Irish Whisky bestimmen, ne? Die beide, ja. Mhm. Dankeschön. Genau. Ist hier übrigens doll süß. Habt ihr euch das gegenseitig gekauft? Weiß ich gar nicht, wir hatten das gekauft. Ja. Hagebuttene. Ja, ja. Ah. Ja, ja. Zahn tropft. Ja. Schöner Butterscotch. Den werde ich mir jetzt einverleiben. Als Schlummertrunk. Dann leg ich nach Hause, dann haut mir meine Kopfhörer im Kopf und dann höre ich noch ein bisschen Chor und dann schlafe ich ein. So sieht gerade unsere Festtafel für heute aus. Sehr, sehr schmackhaft. Da ist John, der Ehrenmann. Gerade am Abräumen, weil so langsam ist nämlich auch Feierabend, ne? Also ein bisschen. Johnny, machst du mal Zweitag? Machst du mal den Zweitag? Genau. Hoffentlich wie so ein Torfiger. Ist Butterscotch ist das. Ja, also ich mit meinem Long Cold, wisst ihr ja, also ich kann den ganz leicht riechen. Aber schmecken so, ja, ist schon okay, kann man machen. So. Ob Hagebuttene wiederkommt? Wir finden's raus. In der zweiten Folge die vier Besoffkis auf VideoTV unterwegs. Andy K ist cool. Was? Andy K ist cool, wie Devil Dingens auch. Danke, Knalltüte, du auch. Ich liebe du, ja? Ja, kommt schon, Leute, Mann, ich hab Lächeln sitzen, ja, aber ich meine, Geburtstag und so, wie gesagt, wartet mal auf morgen. Morgen übermorgen, dann kommt der Rest. Odin ist mit dabei, Beda ist mit dabei, Sir Lancelot ist mit dabei, das erste Mal live und in Person vor der Kamera. Wird mega. Wer ist Andy K? Der da bestimmt nicht. Den füllen wir jetzt ab und dann ab nach Hause, Junge. Das Geile ist, wir sind in die Richtung. Ja. Du, Zippo und Icke. Absolut. Genau. Und dann schlafen, ne? Ausruhen, ne? Und morgen geht's weiter. Kurz halb eins, geht noch. Geht noch. Nein, der Paul. So, Devil, wollen wir noch mal einen Clean, oder was? Frag wieder mit TV, ob Henk nette Mods hat. Henk hat nette Mods. Sonst würde ich euch ja gar nicht kennen. Keiner versteht mich. Schlechter Ton hier, echt ist mein Ton kacke. Leute. Da haben wir noch ein bisschen was da zu tun. Da ist er, der Ehrenmann. Ja, was geht ab? He's back. Noch ein bisschen was zu tun hier, Freunde. He's back. Get to the chopper. Do it now. Do it now. Was passiert? Oh ja, der ganze Tisch ist ja voll hier. Alter. Ihr wisst ja, man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Was fangen wir an? Wenn ihr denkt, das ist schon der Anfang. Ich würde erstmal ein Schlückchen von mir. Wie gesagt, guckt morgen wieder rein in VideoTV, zur selben Zeit ungefähr und übermorgen auch. Hier, jetzt wird es scotcht. Hier, da. Bang. So. Größerchen. So. Schaltet wieder ein. Auf was? Wieder mit TV. Ja. Ja. Prost, auf dich, Alter. Ach, schon alle an hier.
Nö, Ton passt. Bild ist nur sehr dunkel, aber ist okay. Ja, ist ja auch hier wirklich Mist, sehr dunkel. Mist. Ne? Es ist sonst wirklich. Es ist nicht sehr dunkel, es ist kuschelig. 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 Kuschelig, sagt Zabumanda. Kuschelig. Ja. Ich werde auch kuschelig, wenn ich trinke. Also von daher. Pass auf. Pass auf. Gleich fängt an zu knutschen. Ich erinnere nur an kuschelige Abende von Jojo und Grote. Nee, schlimmer waren Grote und Lena gewesen. Was für ein Grote? Das war ja nicht mehr, ja mehr kuschelig. Das war ja schon blutig. Genau. Das ist eine Vampir. Willst du das wirklich besser sehen? Was? Also so scheiße sind wir doch gar nicht. Komm schon, Leute. Guck mal. Was passiert denn? Guck mal, man folgt. Bot Attack, glaube ich. Ja, oder? Ja. Bots? Ja, das sind Bots, viele, ja, da. Sind Bots, bum, 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 bum. Okay. Egal. 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 Nicht so, nee. So nicht. Ist schon mal so passiert. Nicht. Ach so, okay. Mhm. Da kannst du, wolltest du doch nicht. War so, oh, Silvester, hey, guck mal da. Wie, ah, der WTV. Wie, der WTV hat jetzt 746 Follower. Dankeschön, liebe Bots, für die Follows. Darauf ein Kilkenny. Kilkenny. Oder genau. Auf Bottisch Bibu, Bibu. Ich find's nur schade, dass heute Knoblauch wirklich vernachlässigt wurde. Das geht nicht. Knoblauch immer. Ich hab einen Döner mit Knoblauchsoße. Alter. Wir, ja. Nee, Niklas meint gerade Basti. Achso. Der immer eine Tonne Knoblauch besser fressen hat, weißt du? Am besten gerne Glas. Ja. Einfach hinschmeißen, Feierabend. Ja. Genau. Gönnung. Genau, Gönnung. So, wie war's mit Döner morgen? Ja. Paulchen ist mir gerade gefolgt. 12? Paulchen, danke, du Ehrenmann. Ja. Ich danke dir. Ja. Und wo? Was trieb euch zum Oger? Ich kenne mich hier nicht aus, aber. Villios, 24, ich grüße dich. Istanbul. Das kam einfach. Das kam. Der Eisdiele da, dieses Ding. Istanbul. Ach doch. Danke, Paulchen, danke. La Familie, grüße ihn raus. Dankeschön, mein Lieber. Liebe. Liebe. Aber ich vorhin, ich musste den Witz auch erzählen. Aber hier den Mantel. Oh, es folgt ein Witz. Das Schweinsleder. Ich war vorhin beim Döner drin. Ja, ja! Und ich sag so, ey, das ist ja eigentlich Haramstufe Rot hier gerade. Sehr gut, sehr gut. Haramstufe? Alles so. Den hab ich vom Bühni, muss ich dazu sagen. Ja, aber schon sehr lustig, schon sehr Bühni? Lustig. Knutscher, lel. Ja. Lel. Ja, Paulchen hat hier uns gerade einen Follower rausgemeldet. Hier. Geil. Du Wahnsinniger. Du Wahnsinniger, du Wahnsinniger, genau. Willkommen. Dankeschön. Willkommen, Paulchen. Willkommen in der Crew. Willkommen in der Crew. Willkommen. Weil er ist schon so drüber, was hält mir denn den hier? Guck mal da, die Follower. Ich sehe so, Mensch, die Kamera zeigt auf mich. Ach so! Also, scheiße, stimmt. Ist halt so. Die drei Sekunden. Da habe ich jetzt wieder voll reingeschissen, oder? Ja. Alter. Aber voll reingeschissen. Ihr merkt, er ist drüber. Ah, ich glaube, das ist ja alles. Das haben wir zuerst trinken sollen hier. Wem sein Bier hier hört denn das jetzt? Nein, ich mach kein. Oh, warte kurz. Moment. Ich mach kein Geld mit dem Dicken. Mach ich nicht. Moment. Gesagt, die, nur weil die, ich dick bin? Psst. Die zwei, drei Streams in einem halben Jahr, die ich auf den Dicken reagiere, die sind ganz rar, ihr seht. Ich versuche nicht auf den Dicken Kohl zu machen. Das machen 100 andere, glaub mir. Toll, ich schreibe was und es ist kein Mod, der es freischaltet. Der Automod ist doch toll. Mod. Ich kann reingehen. Na. No. Geh ich rein noch mit. Mach mal deinen Job, Alter. Ich mach meinen Job jetzt. Wie gesagt, man kennt sich aus, aber ich versuche hier nicht auf dem Dreher Kohle zu machen. Das ist hier, ne? Freie Schnauze. Mehr ist es nicht. Alles gut. Ne? Hagebuttene, hier, er hier. Ja. Der Ehrenmann. Ja. Hatte hier Geburtstag und ja. Ich auch. Wir beten am 1.11. und wir nehmen euch jetzt gerade mit schon mal so, zur Devils Hagebuttene Pre-Party, ne? Kann man ja sagen. Devils Hagebuttene Pre-Party. Mein Gott, ich meinen Tisch an. Der Tisch ist fast so voll wie hier, ey. Aber nur fast. Der wäre gern so voll wie hier. Ja. Denn ihr wisst, auch bei Kerzenschein geht auch noch das andere oder andere Butterscotch rein. Lisa Porsche, nochmal vielen, vielen Dank für die Folgen, ja? Ich danke dir, Alter. Hier, ey. Ich weiß, du stehst drauf. Hm? Wenn ich Laktose trinke.
Ist gut jetzt, war noch ein Klick. Du komm, ich nehm's nicht für selbstverständlich, ne? Das tue ich nie. Und das wisst ihr auch. Wenn mir jemand folgt und sagt von wegen, ja, du bist schon eine korrekte Typin, dann ist es doch okay, ne? Dann folgt mich drüber. Und dann, ja. Ja, für was? Ich bedanke mich doch mal tausendmal. Das ist doch normal bei mir. Nicht neu jetzt. Ja. Hagebuttene, du Wahnsinniger. Bist du heute ausgeglichen? Pisst, du hättest das gegeben. Na, endlich, genau. Jetzt ist er gerade selber, ne? Mit dem Handy live, er hier, ne? Also, aufpass. Aufpassen. Aufpassen. Mach ich Traktorpanzer. Traktorpanzer. Hagebuttene, dann schreib mal. Was? Dann schreib mal frei, Mod. Was? Noch mal den Job etc. Die Nachricht. Wo war die? Oh, du siehst du nicht mehr, weil du die Nachricht eingeloggt hast. Auf Handy will sie sowieso nicht. Nee, ich kann schon zurückscrollen, aber ich sehe die nicht mehr. Schreib nochmal. Schreib das gleiche nochmal. Schreib das gleiche nochmal. Schreib den gleichen Box nochmal. Lass nochmal hören. Lass nochmal hören. Und dann schalte ich dich frei. Aber ob ich deine Streams weitergucke, muss ich morgen überlegen. Bin jetzt schon beim dritten Bier. Ja, meine Streams verleiten doch, also wenn jetzt die Party-Streams und die Musik-Streams mit dazu nimmst, doch sehr zum Trinken. Ja. Essen ist auch ein großes Thema, genauso wie... Ey, wirklich, irgendjemand kriegt immer Hunger. Ja, genau. Essen, Trinken, Mucke und ja, alles, ne? Also eure Probleme, eure Sorgen, wir quatschen über alles, so, was nicht. Jetzt ist es erlaubt. Niklas hat seine Nachricht. Niklas? Warte. Ja, gerade frisch. Ich sehe nicht. Fuck Scheiße. Was? Fuck Scheiße? Ja, fuck Scheiße. Die habe ich ihm gerade durchgewunken. Ah, oh, ey, das Zeug riecht so geil. Wind. Der bringt jetzt was. Nach der Nacht ist von Paulchen. Mhm. Test für den Mod, oder? Ja, und davor war die Nachricht von Niklas. Fuck Scheiße. Hab ich. Seht nicht, Mod ist da. Na, endlich. Ne, hab ich. Dann schalt ihr Mod frei. Deine Streams wieder gucken. Ich hab die Nachricht durchgewunken. Ja, jetzt kannst du den Butterscotch in ein Highlight setzen, Junge. Jetzt kannst du dich in Kamera fortmachen. Warte. Hier, da. That's the Butterscotch. Yes, baby. Yes, baby, it is. Get to the chopper. Do it now. Drink the Butterscotch. Ist gut wie so gute Brot. Ist gut diese, ne? Oder? Ich habe durchgelassen die Nachricht jetzt. Was ist mit Niklas seine Nachricht? Hast du sie jetzt? Mir zeigt er sie nicht an. Fuck Scheiße, muss ich anzeigen. Ich hab's. Ja, jetzt mach das nochmal. Ich lass nochmal durch. Da? Erlauben. Ja? Erlauben. Bei dir siehst du das, ich sehe bei mir nicht, komischerweise. Also ich nehme 3 CW und 15 Euro davon. Aber warte mal. Lobst du einfach vor. Ja. Nee, Chris kommt mit. Sonnabend, auf jeden Fall. Wir haben ja reserviert. Boah. Das Bier ist ja fast so duster wie der Scotch. Ja, das ist ja ein Kilkenny, ne? Schon Schal? Ist nicht meins. It's not mine. Es wird erst Schal, wenn du es eine Stunde stehen lässt. Ist ein Bier. Schmeckt gut. Schmeckt gut. Das schmeckt noch, genau, das richtig. Das schmeckt mir. Oh Gott, ey. Oh, die Werbung, ey. Hagebuttene, schreib du das mal. Was? Sagt Niklas, schreib das mal. Fuck Scheiße. Yeah, mach das. Ja, mach ich fuck Scheiße rein. Das ist kein Problem. Mach das mal. Ja. Dropkick Murphys. Hier schon wieder, erlauben. Jetzt muss die Nachricht durch sein. Fuck Scheiße. Warmes Bier ist ja gut bei Erkältung. Was? Ja. Ist die Nachricht von Chris durch? Fuck Scheiße, oder? Nee. Ja, ist sie durch oder nicht? Nee. Also, mir wird gesagt, dass sie freigegeben wurde. Ja. Ja, dann seid ihr dabei, seht nicht. Paulchen sagt gerade, warmes Bier ist super Erkältung. Was für warmes Bier? Na, weil du hier wartest. Aber das ist nicht warm, es ist kalt.
gerade frisch gesagt. Und Basti brüllt das. Ja, eben. Boah, ich bin fertig. Jetzt, Hagebuttene, fuck Scheiße. Ja. Ja, irgendwer muss ja machen. Anscheinend geht's nicht. Automod, ich hab's freigegeben. Hast du gesehen, ne? Ich hab's gesehen. Ja. Gut, dass du Modrecht hast, Keule. Ja. Ich wusste schon warum. Ich bin zu froh. Du brauchst ja jetzt Emote, diese fuck Scheiße. Hallo? Das dürfen wir Hasi nicht erzählen. Hasi. Hasi. Wir bestimmt mit Hasi nicht. Hasi, wir müssen nicht mit dem Ball gehen. Komm, ich zeig dir eine richtige Nase. Ja, nur euer Wolkenteil. Oh, der zeigt euch hier den Hasi. Zeigt ja alle, bloß gehen außen, Alter. Komm, Stößchen, komm hier. Wir machen es jetzt ganz vornehm. Pass auf, hier, pass auf. Stößchen. Hier. Das ist leer, Alter. Ganz vornehm. Ganz vornehm. Wir sind ja auch vornehm, oder? Also. Nein, vornehm musst du den Finger wegstrecken. Genau, ist der Finger oben? Geh mir der hier. Ich. Ah, guck mal hier. Warte mal. Genau. Ich mach's nur mal in. Richtig. Ich trinke jetzt auch. Au. Okay. Au. 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 Oh, der schmeckt. Das ist ein Teufelzeug hier, ne? Ich bann euch bei Henk alle weg. Was? Nein. Wer? Wer sagt das? Niklas sagt das. Niklas, was ist das? Atme mal wirklich ganz normal durch die Hose. Und vor allem beruhig dich mal dabei. Ja. Und geh in dich. Ja, geh in dich. Also mit der Hose. Leb vegan. Der eine Rasse. Hä? Kommt ihr bezahlen? Ja. Der trollt doch! Wer einrastet, muss auch ausrasten. Was? Wer einrastet, muss ausrasten, genau, richtig. Richtig. Oh, jetzt ist der Punkt. Jetzt müssen wir aber austrinken, oder? Na, jemand erstmal bezahlen. Genau. Austrinken kann man nur in Ruhe, weg. Jetzt stürzen bringt nichts. Austrinken, ne? Austrinken, ne, genau, richtig. Aber wir haben keinen Sahne-Bacardi bestellt. Noch nicht. Nee. Da wäre mal eine Idee. Wir bestellen Samstag, wenn Lanchi hier ist, Lanchi einen Sahne-Bacardi. Und wenn sie uns fragen, was ist denn das, sagen wir von wegen, wart, nimmst du ein Glas, brauchst du 2-3 Eigelb rein und verrührst du mit Zucker. Zucker. Boah, ey, stopp. Geh's doch, los, Hosenlutter. Geh's doch. Geh's doch. Die Schweizer haben einen ulkigen Humor. Ricola. Wer hat's erfunden? Wer hat's erfunden? Die Schweizer. Und wer genau? Ricola. Ricola, genau, richtig. Keule, ich schock dich jetzt. Keule. Kein Stück auf verdammte Kacke. Wer hat's dafür? Die Schweizer. Ich hab bezahlt. Danke, alles? Alter. Danke. 120. Oh, was kriegst du? Ich krieg mal Trinkgeld. Was? Ja? Gib Bares. Moment, warte. Bares an John, bitte. Warte. Alles Bares an John, bitte. Warte. Wenn irgendwer noch was Bares angestellt hat, bitte an John. Dann passt das. Wie viel? Was los? Was passiert? Nix passiert. Was war Bares? Dr. Panzer. Nee, irgendwas. Wenn noch wer 5 Euro hat, bitte an John. Ich hab uns 2 Euro, das muss ich viel. John hat sich das verdient. Genau. Ich hab nur 20, das muss ich viel. Na, brauchst du nicht. Okay. Brauchst du nicht mal denn diese. Okay. Ich hab nur 20. Ja, dann machst du nichts, aber irgendwie, wenn ihr noch 5 Euro zusammenkratzen könnt für John, dann wäre das. Ich hab leider nur 20 Euro. Ja, das ist die. Keule, ich brauch eine Fachmeinung. Was machst du? Hast du keine Rohstücke mehr oder so? Nee. Ja, und wenn ihr gar nichts mehr. Ich hab Trinkgeld gegeben, also so ist nichts, aber. Wenn ihr noch lustig seid, irgendwie ein paar Euro oder so, das würde ihn freuen, ja, schon. Ja. Dann haben wir Samstag schon Freunde. Ja, stimmt. Ich habe 21 Euro scheinbar. Ja, ich habe ihm. Ja, ich habe auch gesagt, Fanny. Ich habe ihm Trinker gegeben, es geht. Hallo, Chat. Soll ich dir noch einen Zwacken geben? Was?
du nicht. Echt nicht? Nein, brauchst du nicht. Nee, Devil muss nicht auf Klo, der ist die Barren rausschmeißen. So. Boah, ich hab einen Schluck auf. Was los? Ich sag dir. Oh. Ja. Nee, ich hab ihn gerade drin gegeben. Ja, ich wurde, es wurde gesagt, dass du auf Klo bist. Ich hab gesagt, du musst nur Barren rausschmeißen. Okay. Boah, ich hab einen Schluck auf. Triggert dich das? Nein, Scheiße. Das ist eine Spinne. Jemand hat mich gefragt, ich soll eine Spinne zeichnen, aber so, dass sie total lächerlich aussieht. Das hast du gezeichnet? Ja. Mega, ja. Gut. Mega. Ach du Scheiße. Ohne Scheiß. Ich hab noch was anderes gezeichnet, das hab ich eigentlich gerade. Zippo ist schon echt ein Künstler, ne? Wenn er sich trauen würde. Ja. Nee, ich hab gerade eben was zugesteckt. Ah, okay. Wir sind. Alles gut. Hat es sich verdient. Hier, versaute Croissants. No. Croissants. Komm her. Komm mal auf, Chat. Was? Was passiert? Damals in der it's guy love between two guys. So muss das sein, Freunde. So muss das sein. Wahre Liebe nur der Männer, oder? Ohne Scheiße, ey. Oh, fuck, ey. Nee, ich erinnere mich noch. Kommt her, erzähl mal euch die Geschichte. Nee. Doch, die erzählen wir euch. Was, ohne Küssen? Pfft. Nee, pass auf. Wir sind damals 2010 sind wir aufgetreten in einem, auf einer Privatfeier. Ja. So. Und da stand ein Bierwagen. Und aller Fuse war umsonst gewesen damals. Und mein Vater kam mit dazu. Und stellte sich als der große Gönner hin. Und meine Familie so: Ja, ihr Arschlöcher, ich bezahl alles. Ich sah so: Du Vater, ey, der Stoff für die Anwesen hier ist umsonst. Null! Sehr gut. War doch so. Er hat da gestanden wie der größte Gönner. Genau, wie der größte Gönner. Und dann so, ey, du, der Leute, Wurst. Ich lade euch alle ein. Ich lade euch der ist alle ein. Und ich so, ist er eh umsonst, der Stoff ist umsonst, Alter. Ja, Arschlöcher, ihr. Das ist einfach Wahnsinn. Clever. Ja, wirklich clever, ne? Ey. Oh. Jetzt kommt der Rohschmeißer. Alle meine Freunde kriegen Klaps auf den Po. Dann müssen wir ja ranhalten hier, oder? Also bei mir braucht man nicht rausschmeißen. Keule? Hm? Oha. Wer ist denn das? Gibt man die? Ich hab keine Ahnung. Oha. Oha. Nee, der Berufsschule hat ihn nervt die ganze Zeit. Ey, mal mein Mann, da hat doch Frau. Krass, Alter. Irgendwann hab ich noch eben. Krass. Drei Bier, okay, gib eine Runde. Ja. Gönn dir. Ey, ich hab nicht mehr. Alter. Ich hab nicht mehr aus einen Schluck auf. Der ist echt gut, ja. Ja, der ist wirklich gut. Und Mist, du merkst den Alkohol da drin nicht. Aber hier merkst du mehr. Wetten mal. Den merkst du auf jeden Fall. Wetten mal, Samstag kriegen wir besoffen. Was? Samstag kriegen wir die besoffen. Alter, bin jetzt schon drüber. Ja. Oh Gott, ey. Gott im Himmel. Hat sich ausgezahlt. Jo. Ich brauche nicht viel, aber er braucht noch viel weniger. Aber er lässt sich ja Zeit. Warmes Bier. Ja, ja. Das mag er. Ich fand das geil, du musst ja morgen noch auf Maloche noch. Oh, Honey. Oh, my Honey. Ich hab die letzten zwei Sack mal Kack, Junge. Die letzten zwei Nächte. Geiles Stück, du Geiles. Von wie sie sagen. Ohne Küssen, da denkt ihr, wie oft Paul und Nico schon geküsst haben, Alter. Mit Zunge? Das weiß ich nicht, aber ohne Zunge auf jeden Fall schon sehr oft. Ja, aber mit Zunge wäre so ein Statement. Da gibt mir ja mehr Metzger mehr Zunge. Nee, aber Paul... Einmal zwei halbe Haaren. Nicht der erste, der macht. Sorry. Ich denke, ja. Bist nicht der. Zwei Stunden und 13 Minuten sind wir jetzt schon live, ey. Wahnsinn. Drei Stunden später. Was? Drei Stunden später. Sippomander und wie Devil. Ne? Ich diese. Ja, aber. Genau, Puff. Muss ich mir irgendwas einbringen. Oh. Ich verarsche mal meine Schwester. Devil, den Grund schon öfter mal intim, oder Devil?
im Team. Du kleine fette Sau. Kleine fette Sau. Ey. Ey. Was? Alter, hast du gerade meinen Vater geschlagen? Doink. Drrrr. Pirouetten gezogen, der Typ. Oh, ey, wusstest du, dass die Hippies? Alter, dass das halt das so geil wird, hätte ich mir nicht gedacht. Was? Nee. Ja, irgendwo nicht. Warum? Tut mir leid. Boah, Alter, was ist denn los hier? Krass. War eine Röhrpistole, ne? Hab in der Bikershop gespielt, da hab's ein bisschen Dresche. Paar gebundene. Jetzt hätte er auf sein Clipboard gedrückt. Ja, paar gebundene. Hagebuttene. Ich glaube, Chris hat heute die größte Party, sagt Niklas. Was? Chris hat heute die größte Party, sagt Niklas. Auf jeden Fall Chris die größte Party. Hagebuttene. 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 Paulchen sagt gerade, ihr Wahnsinnigen. Ja, Jus hat jetzt nicht Unrecht. Oh Gott. Oh Gott. Da, Niklas Tanz. Moment. Da, das ist Hagebuttene. Da ist der echte Hagebuttene. Hagebuttene, komm, wir machen mal ein Stößchen. Stößchen? Ey, der Tisch sieht aus. Ey, nur eine kleine Runde. Eine kleine Runde. Ja, soll ich das mal ankommen lassen? So. Jans, ich mach vorgehen, ja? Ja, ja. Wenn wir einfach hier pennen heute, Pyjama-Party machen, ich schon Platz frei. Wir morgen mal durchsaufen. Ey, ich sauf morgen mit dem hier, ich sauf wieder morgen mit ihm. Ja, ich bin dann morgen auch noch kurz dabei. Wir saufen zwei Tage. Bis 19 Uhr hab ich Zeit. Wir werden jetzt dann in dunkle Gassen gehen und irgendwelche Sachen wieder erleben. Nur du, ich aber Leute, können wir nochmal kurz festhalten, dass Hagebuttene und Devil eigentlich übelste geilen Leute sind. Jetzt wird er romantisch hier. So. Am Stößel. Wisst ihr eigentlich, was das für geile Typen sind? Ich sehe die hier gerade live. Und jetzt wird er romantisch. Ich kann nur sagen, das sind so geile Typen, Hagebuttene und Devil. Was für geile Dudes. Sag doch. Ohne Scheiß, Alter. Sag doch mal, ey, Maler. Wer ist Maler? Du sollst ey Mala sagen. Ey Mala. Ey Mala. Smirnoff. Was Smirnoff. Nee, ohne Scheiß. Devil und Hagebuttene hier. So korrekte Leute und kommen. Hagebuttene. Genau. Wir sind drunk. Aber ohne Scheiß, sehr korrekte Leute. Also, Chris. Fast wie das Original, genau. Chris und Butterscotch nehme ich mit. Butterscotch ist nicht lecker. Liebe. Lippe. Nee, sag mal. Sag doch mal für die Menge mal immer Smirnoff. Ey, Mala. Nee, muss ich nicht. Ey, Mala. Ey, Mala. Ey, Mala. Was ist das? Du kennst Ey, Mala nicht? Nein, Mann. Also ich bin sowas von 2000. Sind der Daniel Richter als Stabeierle? Ja. So, was gibt's eigentlich für News über Rainer? Rainer? Nein, der sitzt im Plauen bei Kartall. Nix Sikowski. Der sitzt bei Kartall. Zeig ihm. Mike, das muss ich ihm mal schicken. Wir müssen ja raus hier. Die machen jetzt hier dicht langsam. Ist nämlich jetzt, warte. Eins durch. Sorry in der Nutshell. Aber für nachher. Das ist der Stößel. Fuck Scheiße. Wo ist mein Soundboard, ey? Wirklich. Wo ist mein Getränks? Google mal Langort. Jetzt fehlt noch Devil mit der Lederfrisur. Die hab ich nicht mehr, ohne Scheiß.
Fuck, Scheiße. Was für eine Leia-Frisur. Drachenlord und die Prinzessin Leia-Frisur. Wo so lange Matte war, dann so wie auf so. Die Dunst wie Prinzessin Leia, weißt du? Yeah. Wir müssen weitergehen, schätze ich. Ich glaube, wir müssen jetzt raus. So, Leute, dann würde ich sagen... Gesundheit. Benden wir mal den Stream da mal. Den Stream, ne? So, denn wir müssen jetzt raus. In den dunklen Gassen wollt ihr nicht mal dabei sein. Nee. Jetzt geht der Pummel los. Das ist ein Special Interest. Das ist Special so. Interest. Special Interest, aber geil. Genau, cool, richtig. Räuchchen, du hast es. Oh, it's a Special richtig. Interest. Das war ein Bulli im Flieger. Ja, Bulli hat das im Flieger gesagt. Also. Oh, it's a Special Interest. Ja, es ist Special Interest, aber das können wir nicht machen. Denn in den dunklen Gassen in Europien passieren Sachen, die sollen auch in Europien bleiben. Und wenn jemand wissen möchte, was in Europien passiert, nicht? Sei brav und hab noch eine schöne Nacht. Ich muss morgen essen, aber anfangen. Ja. Hast du es gut, wirklich, hast du es gut. Nee, pass auf, der würde ich sagen, machen wir erstmal einen Cut. Ne, Re-Up kommt auf jeden Fall, weil war ja wieder feierbar, Prädikat feierbar. So, und für heute, nur für heute, wie gesagt, wir kommen wieder. Übermorgen spätestens sind wir wieder live. Sagen Hagebuttene und Icke, wir sagen uns jetzt euch eine gute Nacht. Schlaft schön, wir haben euch lieb. Kuss auf Nuss. Und wir sind raus. Metal off, ihr Lieben. Bis denne. Haut rein. Wahnsinnig. Metal off.